Raunen ging durch die Menge. Die Zuschauer saßen nun schon 30 Minuten in dem abgedunkelten Saal vor der spärlich erleuchteten Bühne. Aber in seinen Shows war das mittlerweile normal. Die Ticketpreise waren utopisch, dennoch waren alle Plätze innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Keiner der Zuschauer würde sich über den verspäteten Beginn beschweren. Viel zu viel überwog die Freude, dabei sein zu können. Hinter der Bühne Vergangenheit. Er saß lässig auf einer Holzkiste und blickte leicht verträumt ins Nichts. Er sah müde aus, dennoch konnte sein Lächeln immer noch alle Herzen der Frauen gewinnen. Mit seinen mittlerweile 32 Jahren, 3-Tage-Bart und wuscheligen, mittellangen Haaren sah er sicher aus wie der Traum einer jeden Schwiegermutter. Seine Stoffhose und das leger dazu getragene Hemd hätten den Eindruck erwecken können, dass es sich hier um eine Mentalitäts-Guru-Aktion handelte. Aber weit gefehlt. Unter dem hochgekrempelten Arm seines Hemdes war ein Tattoo mit chinesischen Schriftzeichen zu sehen. Übersetzt bedeutete es so viel wie: Alles hat seinen Preis. Woher das Tattoo stammte, wusste er selbst nicht. Sein heutiges Leben begann vor ziemlich genau 2 Jahren in einem Hotel in Thailand. Er wachte auf, ohne Erinnerung an, was davor war. Das war aber keine Lost-in-Thailand-Geschichte, nein. Er hatte seine Ausweisdokumente mit sich, auch ein Rückflugticket in seine Heimat, Geld und sein Handy. Er wusste also schnell, wer er war, aber nicht, warum er hier war, wer seine Freunde oder Familie waren oder was sonst passiert ist. Alles. Was er sagen konnte, war, dass er das Tattoo vor dem Gedächtnisverlust noch nicht hatte. Einzig hat er noch herausgefunden, dass er am Tag vorher einen Ausflug in den thailändischen Dschungel gemacht hat. Was genau da war, würde wohl nie geklärt werden. Zurück in seiner Heimat fand er schnell heraus, dass er keine bekannte Familie mehr hatte und oft auch nachts nicht nach Hause kam. Geld war zwar noch ausreichend vorhanden, aber bisher hatte sich kein Arbeitgeber gemeldet, der ihn vermisste. Alles also ein großes Fragezeichen. Kurz darauf bemerkte er seine Leidenschaft, Zaubertricks aufzuführen. Angefangen mit einfachen Kartentricks und dem Standard-Hase-aus-dem-Hut-Trick, verbesserten sich seine Fähigkeiten ohne große Anstrengung rasant. Im 21. Jahrhundert wollte ja jeder Geld mit dem Internet machen. So dachte auch er sich, vielleicht über YouTube nach einiger Zeit einen kleinen Zugewinn zu generieren. Bis dahin musste sich über Nebenjobs einiges Geld verdienen lassen. Fast tagtäglich hatte er neue Einfälle für neue Tricks. Es entwickelte sich eine Eigendynamik, die auch ihn teilweise verunsicherte. So gelangen ihm probeweise Sachen, die er sich selbst nicht erklären konnte. Einfach auf Grundlage seiner Vorstellungen. Seinen Nebenjob konnte er gar nicht wirklich antreten. Denn bereits sein 2. YouTube-Video erreichte innerhalb kürzester Zeit Klicks im 8-stelligen Bereich. Es war wieder eine spontane Idee, die ihm über Nacht in den Sinn kam. Er machte sich auf den Weg mit Kamera und Stativ aufs Land zu einer Pferdekoppel. Wie genau er alles damals anstellte, war ihm bis heute nicht klar. Aber er schaffte es, eines der Pferde dazu zu bringen, eine Strecke von mehr als 800 Metern innerhalb von Sekundenbruchteilen zu überbrücken. Alles auf Kamera festgehalten, ohne Rauch und Blitze. Das Pferd war einfach jetzt hier und keine Sekunde später dort. Komischerweise hinterließ diese Meisterleistung in ihm nur ein kurzes Euphoriegefühl. Emotionale Ausbrüche waren sehr selten geworden. Kurz darauf meldete sich eine Eventmanager. Er hatte Großes mit ihm vor und besorgte ihm eine Veranstaltungshalle in einer mittelgroßen Stadt. Niemand hatte es erwartet, aber die Halle war dennoch ausverkauft. Das Bühnenprogramm wurde noch verbessert und erweitert. Die Show stand und der Abend nahte. An Selbstvertrauen hatte es ihm schon lange nicht mehr gemangelt. Auch wenn er sich an nichts aus seinem alten Leben erinnerte, so wusste er dennoch, wie er sich vor der Menge verkaufen konnte. Seine Tricks waren seit seinem YT-Kanal bereits über das Niveau von Hasen- und Kartentricks heraus. Dennoch war sein erster Trick der Hase-aus-dem-Hut-Trick, als Hommage an seine Anfänge und die ganze Zunft der Zauberartisten. Bereits diese Lappalie löste tosenden Applaus aus. Der Höhepunkt sollte aber erst noch kommen. In seiner ersten Show bat er jemanden aus dem Publikum auf die Bühne. Er wollte die Teleportation erstmals mit einem Menschen vollführen. Nur wenige Meter auf der Bühne, von einer Glasröhre in die andere. Der Zuschauer, ein Mann Mitte 40, war sichtlich nervös, aber auch voller Vorfreude.
Die Spannung im Saal war zum Greifen nah. Alles war vorbereitet. Es konnte losgehen. Er konzentrierte sich einfach wieder darauf, was er wollte. Doch diesmal geschah es nicht einfach. Sein Tattoo begann zu schmerzen. Aus dem Saal drang kein Geräusch mehr an ihn. Er wollte die Show abbrechen. Aber als er sich umsah, stellte er fest, dass der Saal in ein rotes Licht getaucht wurde. Keiner der Zuschauer bewegte sich mehr. Es war, als ob die Zeit stillstand. Dies bestätigte ihm auch seine Armbanduhr. Das Gefühl von Panik hatte er lange nicht mehr gespürt, aber dennoch merkte er, wie es sich langsam anschlich. Alles hat seinen Preis. Eine Stimme, mehr gehaucht als gesprochen, aber dennoch mit mehr Nachdruck, als es möglich sein sollte, ließ ihn erstarren. Er versuchte, die Quelle auszumachen, aber selbst in dem roten Licht war kaum was zu erkennen. Beim Umsehen bemerkte er eine Silhouette an der Notausgangstür. Sie bewegte sich. Von der Statur her etwas größer als ein Mensch, auf jeden Fall muskulöser, und seinen Kopf schmückte eine Art improvisierte Krone. Viel mehr war aufgrund der Dunkelheit nicht zu erkennen. Er wiederholte seinen Satz. »Was willst du? Was ist hier los?« Ein drittes Mal sein Mantra. Doch diesmal folgte eine Erklärung. »Jedes Mal, wenn du einen Menschen manipulierst, hat das einen Preis. Wähle einen Menschen aus deinem Publikum aus, welcher diesen zahlen soll.« Dein Ruhm wird nie verblassen. Natürlich machte er sich Gedanken, was mit der Person passieren würde. Aber Empathie war ähnlich vieler anderer Gefühlsregungen nie seine Stärke. Wie ferngesteuert sah er sich im Publikum um. Er zeigte auf eine Person in der letzten Reihe. Ein älterer Mann, der offensichtlich alleine hier war. Das Wesen an der Tür nickte. Augenblicklich löste sich das rote Licht auf und die Show ging weiter. Immer noch leicht verwirrt stand er auf der Bühne. Erst der tosende Applaus löste seine Starre. Der Trick war geglückt. Die Aussage der Testperson ergab, dass es wirklich nur einen Augenblick dauerte und keine Schmerzen oder Schwindelgefühle eintraten. Auch die ältere Person in der letzten Reihe feierte ihn frenetisch. Das beruhigte sein Gewissen. War alles vielleicht nur eine Halluzination aufgrund der Aufregung? Im Hier und Jetzt. Er dachte oft an diese erste Show zurück, mit flauem Gefühl in seinem Magen. Denn jede Show lief nach demselben Muster ab. Sobald ein Mensch involviert war, musste er wählen. Er hatte nie erfahren, was mit den Auserwählten passierte. Bis heute. Sein Aufstieg führte so rasant nach oben, dass er heute hinter der Bühne in der größten Veranstaltungshalle der Hauptstadt saß. »Eric, du musst langsam. Du bist selbst für deine Verhältnisse spät dran«, riss ihn sein Manager aus den Gedanken. Er richtete sein Hemd, zog die Ärmel lang. Das Tattoo war sein Geheimnis und schritt voller Selbstvertrauen auf die Bühne. Die Menge feierte ihn mehr als einen Rockstar. Er begrüßte seine Zuschauer. Mittlerweile hatte sich eine Routine eingeschlichen, die es ihm leicht machte, der Masse zu gefallen. Er bezeichnet sich auch nicht mehr als Zauberer, sondern als Illusionist. Das klingt nicht so sehr nach einem erwachsenen Mann mit Zauberstab. Einzig den Hasentrick hatte er weiterhin als Eröffnung beibehalten, obwohl der schon unzählige Male gezeigt wurde, feierte die Menge ihn auch heute wie eine Sensation. Als Hauptakt hatte er heute den Menschenteleporter-Trick verschärft. Der Zuschauer, welcher sich freiwillig gemeldet hatte, kam in eine mit Wasser gefüllte Röhre. Er hatte eine Sauerstoffflasche für 30 Sekunden mit sich. Dann sollte er bestenfalls in eine leere Röhre ohne Wasser teleportiert werden. Der Ablauf war wie von den unzähligen Shows zuvor. Die Konzentration, das schmerzende Tattoo und der Zeitstillstand. Auch das war Routine. Ohne ein Wort zu sagen, zeigte er auf eine junge Frau, welche auf dem Parkett in der zweiten Reihe saß. Das Wesen am Notausgang nickte. Die Show ging weiter. Der Zuschauer kam zwar nass, aber lebend in der anderen Röhre an. Er ließ sich feiern wie ein Star und fragte natürlich nach seinem Trick. Eric musste nicht mal lügen, als er scherzhaft meinte, »Ich kenne meine Tricks doch selber nicht«, mit einem Augenzwinkern. Die Menge lachte. Nach ein paar einfacheren Tricks war der Abend auch schnell vorbei und die Zuschauer strebten sichtlich begeistert Richtung Ausgang. Nur die junge Frau, welche er ausgewählt hatte, ging Richtung Treppe zum hinteren Bereich der Bühne. Hier gab es nämlich einen perfiden Plan. Sie hatte die Karte beim Gewinnspiel bekommen, sowie ein Meet and Greet. So wusste er, wo sie wohnte und welchen Weg sie nach Hause nehmen würde. Heute wollte Eric unbedingt der Sache auf den Grund gehen, warum er jedes Mal jemanden auswählen sollte.
Das Gespräch mit ihr, Jesse, war sehr angenehm. Eric hatte vorher nie viel Zeit darauf gegeben, sich mit seinen Fans zu verstehen. Zu sehr war er darauf bedacht, die Shows zu planen oder sich unerkannt mal in die Bars oder Clubs der Städte zu schleichen. Nach einer Stunde und getauschten Handynummern war das Gespräch vorbei. Jesse ging freudestrahlend Richtung Hauptausgang. Auch Eric war innerlich sehr zufrieden. Er hoffte, dass es kein Fehler war, seiner Auserwählten dann persönlich doch etwas näher zu kommen. Gerne würde er sie doch nochmal treffen. Jetzt musste er sich erstmal beeilen. Er zog sich einen schwarzen Kapuzenpullover über und eilte zum Hinterausgang. Die kalte Nacht machte ihn augenblicklich hellwach und schnell schaffte er es über ein paar Seitenstraßen auf die Route, welche Jesse nehmen müsste. Kurz darauf fand er sie, circa 200 Meter vor ihm. Er folgte ihr unauffällig weiter für mehrere Minuten. Er dachte, es wäre erst Einbildung, aber sein Tattoo fing an zu schmerzen, jeden Augenblick mehr. Er hatte eine ungute Vorahnung. Er folgte Jesse nun schon seit 20 Minuten. Sie müssten ungefähr die halbe Strecke geschafft haben. Die Schmerzen in seinem Tattoo verwandelten sich in ein Brennen und langsam kam in ihm das Verlangen auf, es einfach aus seiner Haut zu kratzen. Plötzlich blieb Jesse stehen und starrte in eine dunkle Seitengasse, welche eigentlich nicht zu ihrem Heimweg gehört. Eric blieb immer noch circa 200 Meter hinter ihr. Das ungute Gefühl in seiner Magengegend bekam langsam Gesellschaft eines in letzter Zeit seltenen Gefühls. Angst. Jesse ging in die dunkle Gasse und verschwand somit aus Erics Sichtfeld. Er beeilte sich, ihr zu folgen und schlich sich langsam an die Hausecke an. Ihre Schritte waren noch deutlich zu hören, plötzlich aber kam nur Stille aus der Gasse. Die Schmerzen seines Tattoos ließen ihm Schweiß über die Stirn laufen. Insgeheim ärgerte er sich aber, dass ihm diese Schmerzen so zu schaffen machten, ohne eigentlich genau zu wissen, welches Leid seine Auserwählten ertragen mussten. Er sah vorsichtig um die Ecke. Es fiel ihm ein kleiner Stein vom Herzen, als er sah, dass Jesse wohlbehalten in der Mitte eines Hinterhofes stand und sich umsah. Sie musste wohl etwas gehört haben. Wahrscheinlich nur eine streunende Katze. Erics Pulsschlag normalisierte sich wieder. Nur die Schmerzen ließen ihn grübeln. Zu Recht, wie sich rausstellen sollte. Ein weiterer Blick in den Hof und sein Blut schien in den Adern zu gefrieren. Jesse noch stand wie wenige Sekunden zuvor in der Mitte des Hofes. Doch unweit von ihr stand in einem schattigen Hauseingang jene Gestalt, welche Eric von seinen Bühnenshows kannte. Noch nie hatte er dieses Wesen außerhalb des Zeitstillstandes gesehen. Aber seine Anwesenheit konnte nichts Gutes bedeuten. Schlagartig schwollen die Schmerzen in seinem Tattoo derart an, dass er der Bewusstlosigkeit nah war. Er konnte kaum klar sehen und sich nur noch auf Knien abstützen, machtlos, irgendwas gegen das nun Folgende zu unternehmen. Jesse schien das Wesen nicht bemerkt zu haben. Vielleicht konnte sie ihn aber auch gar nicht sehen. Er trat aus dem Schatten hervor. Dennoch änderte sich ihr Verhalten nicht. Endlich sah Eric das Wesen außerhalb des Schattens. Es war ungefähr 2,20 Meter groß, gebaut wie ein muskulöser Mann. Seine Haut hatte einen dunkelgrauen, matten Farbton. Bekleidet war er nur mit Shorts aus einem abgenutzten, braunen Material und rituell wirkenden Armschmuck. Seine Augen lagen in schwarzen Höhlen, leuchteten aber wie rote Rubine, wenn er einen direkt ansah. Sein außergewöhnlichstes Merkmal war aber sein Kopfschmuck. Eine Krone aus Knochen, verwunden geflochten ähnlich dem rituellen Schmuck einiger Buschvölker. Eric wollte sich gar nicht ausmalen, ob er die Knochen dafür beigetragen hatte. Das Wesen schnippte einmal mit dem Finger und aus mehreren Richtungen kamen vier kleinere Wesen, sich auf allen Vieren fortbewegend, auf Jesse zu. Diese konnte sie unmissverständlich wahrnehmen, wie man an ihren Schreien merkte. Die Wesen bewegten sich wie Menschen auf allen Vieren vorwärts, hatten aber ansonsten nicht viel mit diesen gemeinsam. Die Hautfarbe teilten sie sich mit ihrem Herrscher. Ansonsten hatten sie dünne, drahtige Körper. Alle vier Beine waren mit langen Krallen ausgestattet. Der Kopf war angelehnt an den einer Ratte, nur mit langer Schnauze, welche jederzeit scharfe Zähne zur Schau stellte. Die Augen leuchteten in einem beängstigenden Grün. Die vier Wesen umkreisten Jesse und schnitten ihr jeden Ausweg ab. Ihre Panik war förmlich spürbar. Trotz der Tatsache, dass Eric sich vor Schmerzen kaum rühren konnte, spürte er den Stich in seinem Herzen aufgrund der Hilflosigkeit in dieser Situation.
Eines der Wesen sprang Jesse an und warf sie zu Boden. Ihr Schrei war schrill und laut, verstummte aber sofort, als ihr Kopf hart auf den Boden aufschlug. Die vier Wesen packten ihre Gliedmaßen und zogen den bewegungslosen Körper zu ihrem Meister, welcher ein Zeichen gab, diesen in den dunklen Hauseingang zu ziehen, in welchem er zum ersten Mal in Erscheinung trat. Die Dunkelheit schien die Wesen samt ihrer Beute zu verschlingen. Der König wandte im Gehen einen letzten Blick in Erics Richtung. Ihm war bisher nicht klar gewesen, dass er entdeckt worden war. Ihre Blicke trafen sich. Die leuchtend roten Augen stachen ihm direkt in den Verstand. Mit seiner bedrohlichen Stimme, welche Eric teils in seinen Träumen heimsuchte, sprach er folgende Worte: »Alles hat seinen Preis. Niemand betrügt den Kai.« Dann verschwand er in dem dunklen Hauseingang wie im Nichts. Keine Anzeichen deuteten mehr darauf hin, was sich hier soeben abspielt hatte. Augenblicklich waren die Schmerzen in Erics Arm fort. Eine Linderung war dies aber nur kurz. Kaum hatte sich sein Verstand aufgeklärt, prasselten Gefühlsregungen auf ihn ein, welche in seinem Gedächtnis schon lange verdrängt worden waren. Schuld, Wut und Verzweiflung waren hier vorrangig. Er brach am Boden zusammen, Tränen in den Augen und aufsteigende Übelkeit im Magen. Die Situation setzte ihm so zu. Gleichzeitig die Gewissheit, dass dies nach jeder Show passierte, während er sich hinter der Bühne feiern ließ. Wie viele Menschen hatte Eric schon geopfert, ohne sich nur mal ernsthaft Gedanken zu machen? Er brach schlussendlich in sich zusammen. Im Gefühlsansturm konnte er nichts entgegensetzen. Mit dem ersten Lärm des Morgens kam seine Wahrnehmung langsam zurück. Mit ihr auch das Gefühl, sich einfach elend zu fühlen. Er musste handeln, besser heute als morgen. Sein erster Gedanke, während er sich aufrappelte, war, mehr über Jesse herauszufinden. Dazu trat er in Kontakt mit David, seinem Manager und Tourpromoter. Er brauchte mehr Daten über Jesse, und David war für das Gewinnspiel verantwortlich. Also sollte er diese haben. Die letzte Nacht war hart, aber in diesem Punkt war er sich 1000%ig sicher. Ohne große Umschweife stand er auf, nahm seinen Kaffee mit sich und verließ schlagartig das Café. Auch die Einwände der Kellnerin, dass er keinen To-Go-Becher hatte, nahm er nicht mal annähernd zur Kenntnis. Zum Glück konnte er sich Daten gut merken und machte sich auf zu der Straße, in welcher laut seinem Gedächtnis seine Auserwählte wohnen sollte. Er nahm die U-Bahn und lief den Rest wie ferngesteuert. Glücklicherweise hatte sich sein Verstand vorübergehend abgemeldet und er musste sich nicht der Frage stellen, wie abscheulich sein Handeln eigentlich war. Er kam auch schnell an der gesuchten Adresse an, einem normal aussehenden Wohnblock in einem gehobenen Arbeiterviertel. Die Anspannung wuchs wieder in ihm. Er hatte keine Ahnung wie, hoffte aber immer noch auf einen guten Ausgang der Geschichte. Die zerschlug sich aber schon zum Teil mit der Betrachtung der Klingeln und Briefkästen. Kein Name entsprach dem der Gewinnerin Jessie. Glücklicherweise ging gerade die Eingangstür auf und eine ältere Dame kam ihm freudestrahlend entgegen. Sofort merkte sie ihm sein Unbehagen an und fragte, wie sie helfen könne. Er kam auch hier schnell und ohne Umschweife auf den Punkt, ob sie eine junge Dame mit blonden, schulterlangen Haaren, zauberhaftem Lächeln und hellgrünen Augen kenne, welche Jessie hieße und hier wohne. Mit seiner eigenen Aufzählung versank er fast in Gedanken daran, sie wiederzusehen. Und zugleich kamen die Sorgen zurück, dass er doch an allem schuld war. Halb in Trance bekam er die Antwort der Dame mit: »Ich wohne seit 15 Jahren hier. Der Weg zum Supermarkt ist nur sehr kurz, die Mieten gering. Und die Verkehrsanbindung ist so gut, dass ich meine Enkel jederzeit sehen kann.« Eric war sich gar nicht sicher, ob er das alles gefragt hatte. Aber typisch wie ältere Menschen sind, bekam er trotz seines Lebens Illusionist doch noch mit. Nun setzte die Frau zu dem wichtigen Teil ihrer Aussage an. »Aber in den vergangenen 5 Jahren ist hier niemand ein- oder ausgezogen, welcher nicht annähernd in meinem Alter war. Ich kenne alle meine Nachbarn, aber niemand entspricht deiner Beschreibung. Und niemand hat ein Kind oder Enkelkind, welches der Beschreibung der Dame entspricht. Aber ich hoffe sehr, du findest sie. Das Feuer in deinen Augen spricht Bände.« Eric bedankte sich freundlich, auch wenn sein Verstand versuchte, alles zu verarbeiten, was eben passiert war. Es war, als hätte es die Person nie gegeben. Leider konnte er das mit seinen anderen Auserwählten nicht nachvollziehen, da ihm die Persönlichkeiten, welche hinter seinen spektakulären Shows standen,
nur einen Dreck wert waren. Er hätte sich während der Feststellung am liebsten selbst geschlagen. Aber das hätte niemandem geholfen. Eric erinnerte sich an die letzte Nacht zurück. Niemand betrügt den Kai, hatte ES gesagt. Er nutzte sein Smartphone, um etwas über das Wesen herauszufinden. Aber alles, was er bekam, war eine Übersetzung, dass Kai thailändisch für Verkäufer war. Aber das half ihm nicht. Ein kleiner Stich in seinem Arm. Das Tattoo machte wieder irgendwas. Plötzlich kam ihm eine Idee. Er musste das Wesen, den Kai, finden und es zur Rede stellen. Und wie er das Wesen erreichte, wusste er nur zu gut. Seine Abgebrühtheit, welche ihm alles in den letzten 2 Jahren hatte erreichen lassen, aber auch an den Rand des Abgrundes geführt hatte, meldete sich wieder zurück. Er zog sein Smartphone aus der Tasche und wählte eine Nummer. Bevor der andere sich melden konnte, sprach er: David, heute Abend eine Privatvorstellung. Besorg eine kleine Halle und maximal 15 Zuschauer. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Schick mir die Adresse, wir sehen uns dann dort. Eric hatte einen festen Plan. Doch zu was dieser führen würde, war ihm in dem Moment selbst nicht ganz klar. Denn niemand betrügt den Verkäufer. Der Abend kam schneller als erwartet. Eric verbrachte den Rest des Nachmittags in seinem Hotelzimmer. Für ihn machte es keinen Unterschied, ob er in seiner Heimatstadt oder wie heute in der Hauptstadt war. Eine Verbundenheit an einen bestimmten Ort verspürte er nicht mehr, zumindest solange er sich erinnern konnte. Jetzt stand er hinter der Bühne, was in diesem Fall die Umkleidekabine der Sporthalle eines Vereins in einem kleineren Vorortbezirk war. David hatte Wort gehalten. Eine kleine, provisorische Bühne, 2 Stuhlreihen für die Zuschauer und ein wenig Equipment für seine Show. Mehr brauchte Eric nicht. Langsam kamen die ersten Besucher. Wie David diese Leute aufgegabelt hat, wollte Eric gar nicht wissen. Die Hälfte bestand aus jungen, attraktiven Frauen, welche alleine kamen. Er konnte sich gut vorstellen, dass diese alle Davids Clubbekanntschaften waren, vor welchen er jetzt auf dicke Hose machen konnte, indem er ihnen Karten für eine exklusive Vorstellung zulassen kommen konnte. Eric war ungewohnt angespannt. Immerhin sollte die heutige Show zumindest für ihn nicht nach dem altbekannten Prinzip verlaufen. Er hoffte, dass es kein Fehler war, das Publikum herzubestellen. David kam auf ihn zu. Du hast mir eigentlich immer noch nicht erklärt, warum du plötzlich hier diese Show angesetzt hast. Eric überlegte kurz. Mit der Frage hatte er gerechnet, sich aber noch nicht wirklich mit der Antwort beschäftigt. Na, du weißt ja selbst, die Shows sind immer mehr als ausgebucht. Ich wollte der Stadt noch ein kleines Abschiedsgeschenk hinterlassen. Ich hoffe, du hast das Publikum gut ausgewählt, legte Eric mit einem Zwinkern nach. David grinste nur und kümmerte sich um seinen Kram. Anscheinend hatte er auch nichts von Erics Anspannung gemerkt. Gut so. Am Ende des Abends sollten 15 Zuschauer glücklich heimgehen und Eric sollte um ein paar Antworten reicher sein. Und vielleicht hatte er dann seine Jessie zurück. Schon krass. Vor weniger als 24 Stunden hatten sie sich zum ersten Mal gesehen und dennoch ging sie ihm nicht mehr aus dem Kopf. Kurz schweifte Eric noch mehr ab in die Vergangenheit. Vor mehr als 24 Stunden war er noch der berühmte und begehrte Illusionist gewesen, mit einem Leben, wie man es sich wünschte. Die Sache, dass er nichts mehr vor den letzten 2 Jahren wusste, hatte ihn nie behindert. Und sein kleines Geheimnis mit den Opfern, welche er auswählen musste, hatte ihn auch nicht wirklich stark belastet. Für den Gedanken hasste er sich mittlerweile. Nun wusste er, was er damit angestellt hatte. In diesem Punkt stand Jessie nur stellvertretend für die vielen weiteren Leute, welche nach seinen Shows einfach verschwunden waren, unter unbekannten Qualen. Aber dennoch stand Jessie für ihn für noch mehr. Er wollte sie retten. Und mit ihr alle, denen es ebenso erging. Er betrat die Bühne. Alle 15 Sitzplätze waren ausgefüllt und die Leute applaudierten ihm, noch ohne dass er was gemacht hatte. Er setzte sein Sonny Boy Lächeln auf und hielt eine kurze Rede. Dass diese kleine Show ein Geschenk an seine treuen Fans sein sollte und jeder einzelne von ihm handverlesen worden war. Die strahlenden Gesichter der Gäste zeigten, dass seine Worte Eindruck gemacht hatten, auch wenn nicht alles daran stimmte. Er ging auch schnell zu seinem ersten Trick über, der Hase aus dem Hut-Klassiker.
Die Leute warteten nur auf die Standarderöffnung und feierten den kleinen weißen Hasen, der auch schnurstracks hinter die Bühne hoppelte. Als nächstes legte Eric eine Reihe von Kartentricks auf und einen, indem er einen kleinen Gegenstand verschwinden ließ. Danach kam sein Highlight für den heutigen Abend. Mangels Zeit und Planung musste er nochmal den Wasserröhrentrick vollführen. Aber selbst wenn einer der Gäste gestern schon in der großen Halle anwesend gewesen war, so hätte sich sicherlich niemand darüber beschwert, den Zauber nochmal zu erleben. Eric bat einen Freiwilligen auf die Bühne. Es war einer der Kategorie reicher Schnösel, welcher keinen Weg ohne seinen Gucci-Schal zurücklegte. Eric hatte keine Abneigung gegen irgendeine Personengruppe, aber so jemanden mochte er am wenigsten. Nicht mal als er in den Tank stieg, machte er seinen Schal ab. Eric erklärte ihm nochmal schnell die Regeln. Du atmest tief ein, bevor du einsteigst. Das Wasser sollte nicht so kalt sein. Du hast eine Flasche mit Sauerstoff für circa 30 Sekunden dabei. Aber bisher hat die noch niemand gebraucht. Du wirst nichts merken. Bleib einfach ruhig und dann ist alles schnell vorbei. Die Spannung der Zuschauer war wieder zum Greifen nah. Aber für Eric war das eine Leichtigkeit. Er wünschte sich manchmal, er bräuchte einen coolen Zauberspruch oder eine Handbewegung. Aber er schloss einfach die Augen, konzentrierte sich und dachte an das gewünschte Ergebnis. Der Mann sollte in die noch leere Röhre. Das Ziehen in seinem Tattoo ließ ihn wissen, dass bisher alles nach seinem Plan ablief. Er öffnete die Augen und der Saal leuchtete in einem roten Licht. Die Schmerzen in seinem Tattoo waren von Mal zu Mal weniger geworden. Oder er hatte sich etwas daran gewöhnt. Alles hat seinen Preis. Wähle deine Bezahlung. Die Stimme kam diesmal aus einer dunklen Ecke hinter den Zuschauern. Eric brauchte nicht lange, um die Silhouette zu erkennen. Seine Gefühle schlugen fast schlagartig um. In ihm stieg eine Wut auf, welche er lange nicht mehr gespürt hatte. Was hast du mit ihr gemacht? Brach es aus Eric heraus. Der Nachdruck und die Wut in seiner Stimme waren unverkennbar. Sie ist meine Bezahlung, sie ist meins, kam aus der Ecke zurück. Der Bass in der Stimme war einschüchternd, doch das prallte an Eric ab. Wer bist du? Eine wirkliche Antwort bekam Eric vorerst nicht. Doch das Wesen bewegte sich langsam aus der Ecke in Richtung Bühne. Nach einer halben Ewigkeit standen sich beide gegenüber. Sein Anblick von so nahem war noch erschreckender als gedacht. An seiner Krone hingen noch Hautfetzen an den Knochen. Seine Hände waren nicht ganz so menschlich wie gedacht. An seinen Fingerenden machten sich eher Krallen als Fingernägel breit. Er wirkte sehr muskulös. Doch seine Haut machte einen toten, fast verwesenden, matten Eindruck. Nur die rubinroten Augen bestachen vor Leben. Er stand noch gut 3 Meter von Eric entfernt. Dennoch stieg ihm ein starker Eisengeruch in die Nase. Das ganze Wesen roch nach Blut, das einem schlecht werden konnte. Was ich bin, hat dich nicht zu interessieren. Eric dröhnten die Ohren aufgrund der kurzen Distanz, da das Wesen leider nicht seine Lautstärke angepasst hatte. Aber ich bin der Grund dafür, dass du das alles erreicht hast. Du wusstest, worauf du dich einlässt, als du mich angefleht hast um einen Teil meiner Macht. Ich habe meinen Teil immer eingehalten. Habe nur eine kleine Bezahlung gefordert. Aber niemand betrügt mich. Die Worte hinterließen ihre Wirkung. Eric war baff. Hatte er das Wesen schon mal getroffen? Er konnte sich nur an ihre Begegnungen im Rahmen seiner Shows erinnern. Da war aber nie so ein Dialog zustande gekommen. Noch während Eric tatenlos dastand und versuchte, seine Gedanken zu ordnen, legte das Wesen nach. Triff deine Wahl oder trage die Konsequenzen für dein Zögern. Eric musste aus der Situation erstmal rauskommen. Ich werde kein weiteres Leben opfern. Ich werde einen Weg finden, das rückgängig zu machen. Ich stehe für meine Fehler ein und werde sie retten. Ist das deine Entscheidung? Ja, strotzte Eric vor Selbstsicherheit. Das Tattoo begann augenblicklich zu schmerzen und zwang Eric in die Knie. Ein Summen brachte seinen Schädel fast zum Platzen. Vor ihm tropfte Blut auf den Boden. Wahrscheinlich aus seiner Nase. Das rote Licht um ihn war verschwunden und es ertönten erstaunte Laute aus dem Publikum. Sein Tattoo hatte schon wieder aufgehört zu schmerzen. Gerade wollte er sich mit seinem Siegerlächeln wieder aufrichten und dem Publikum mitteilen, wie psychisch anstrengend seine Handlungen seien,
und sich für seinen Zusammenbruch entschuldigen. Er merkte aber schnell, dass die Aufmerksamkeit gar nicht ihm galt und drehte sich zu den zwei Röhren um. Die leere Röhre war wirklich leer. Kein Mensch darin. Das konnte nichts Gutes heißen. In der mit Wasser gefüllten Röhre konnte man kaum etwas erkennen, da das Wasser blutrot gefärbt war. Man sah leider dennoch, dass die Röhre noch einen Körper enthielt. Erics Welt begann sich zu drehen. David reagierte geistesgegenwärtig und schaltete das Licht aus. Eric wurde schwarz vor Augen, nicht nur von der Dunkelheit. Er verschwand in die Umkleide und brach zusammen. Währenddessen kümmerte sich David um die Zuschauer. Sie wurden im Vorraum der Halle gesammelt. David hatte glücklicherweise, warum auch immer, einen Stapel Verschwiegenheitserklärungen in der Tasche. Die Tourkonten waren glücklicherweise gut gefüllt. Es stellte sich heraus, dass die Verschwiegenheit der Besucher nur eine Frage des Preises war. Viele von ihnen standen sicher noch zu sehr unter Schock, um rational zu denken. Ein Urtrieb des Menschen übernahm hier die Entscheidung, alles zu unterschreiben, wenn einem jemand ein Bündel Geld vor die Nase hält. Was schlussendlich davon doch in der Presse landen würde, war zu dieser Zeit nicht mal David vollständig klar. Der Tote war alleine ohne Angehörige zu der Show gekommen. Seine Familie sollte von der Polizei informiert werden. David war klar, dass auch das nicht günstig werden würde. Die Sanitäter stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass die Lungen des Freiwilligen geplatzt waren. Man führte dies auf eine Fehlfunktion der Sauerstoffflasche zurück. Eric vernahm noch immer benommen diese Worte in seiner Kabine. Er wusste, dass dies nichts mit der Flasche zu tun hatte. Es war die Art und Weise, wie dieses Wesen zeigen wollte, wer am längeren Hebel sitzt. Eric musste sich anscheinend mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen und feststellen, wann er das Wesen zum ersten Mal gesehen hatte und ob dessen Aussage stimmen konnte. Eine Reise nach Thailand stand an. Und das besser schnell. Er wusste in dem Moment nicht mal, ob Jesse noch zu retten war. Der Gedanke traf ihn wie einen Schlag in die Magengrube. Aber er war es sich selbst und ihr schuldig, Klarheit in die Angelegenheit zu bringen und dem Spuk ein Ende zu machen. Eric stürmte aus der Kabine, während die Sanitäter gerade ihre Sachen zusammenpackten. Er konnte sich das ganze Chaos auf der Bühne kaum angucken. David kam schnellen Schritts auf ihn zu. David, du meintest damals in der Bar großkotzig. Du bist der beste Manager, den ich bekommen kann. Jetzt zeig bitte, dass du damit recht hast. Ich muss die nächsten Wochen verreisen. Ich brauche Abstand hierzu. Die letzten beide Tage, das ist alles schiefgelaufen. Ich erkläre dir später einmal alles. Sag bitte die nächsten Shows ab und räume hier auf. Ich melde mich. David schien zu grübeln. Aber in seinem Inneren merkte er, dass irgendetwas mit Eric nicht stimmte. Er war schon immer sehr verschwiegen. Aber er wusste, dass er in diesem Moment nicht nachzufragen brauchte und einfach darauf vertrauen musste, dass Eric wusste, was er tat. Ich räume hier auf und stehe hinter dir. Eric war in diesem Moment froh, dass er so jemanden an seiner Seite hatte und fast als Freund bezeichnen konnte. Ein kurzer, kalter Spaziergang, welcher eigentlich nur noch mehr Fragen als Antworten aufwarf, und ein sichtlich geplagter Mann saß in der nächsten U-Bahn zum Flughafen. Die Fahrt dauerte etwas und Eric schlief kurz ein. Somit vernahm er auch nicht, als im Radio der U-Bahn eine Durchsage kam, dass alle Flüge nach Thailand aufgrund eines Tropensturms gestrichen worden waren. Scheiße! Ob Eric dies dachte oder laut aussprach, machte keinen Unterschied. Fassungslos starrte er auf die Abflugtafeln. Alle Flüge nach Thailand und die umliegenden Länder waren für die nächsten Tage ausgesetzt. Warum klappt denn in letzter Zeit gar nichts? Waren seine Gedanken in diesem Augenblick. Er hatte aber auch nicht vor, mit einem möchtegern Kampfjet-Piloten privat dorthin zu fliegen. Was er noch weniger gebrauchen konnte, war, mitten im Nichts abzustürzen. Apropos abstürzen. Wie durch einen Wink des Schicksals fiel sein Blick in dem Moment auf die Flughafenbar. Heute konnte er Jesse leider nicht mehr retten. Das musste er sich eingestehen. Und morgen war dies auch äußerst fragwürdig. Vielleicht konnte er so aber das Karussell in seinem Kopf abschalten, welches in den letzten Stunden sein ständiger Begleiter war. Die Bardame war eine nette, ältere Frau, welche glücklicherweise nicht versuchte, jedem ein Gespräch aufzuzwingen. Eric bemerkte, wie einige Gäste anfingen zu tuscheln. Aber ihm war egal, ob sie ihn erkannt hatten oder ob sie nur über ihn sprachen.
weil er so heruntergekommen aussah. Mit jedem Drink verschwammen die klaren Gedanken mehr und gegen 2 Uhr torkelte Eric aus der Bar. Er ließ sich noch im Flughafen auf die erstbeste Sitzgelegenheit nieder und fiel in einen wenig erholsamen Schlaf. Thailand. Ein sonniger Tag in einem schönen Hotel. Eric ist glücklich. Er unterhält sich mit seiner Begleitung, welche aber nicht zu erkennen ist. Ein Ausflug in den Dschungel. Er liebte es schon immer, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Daher verlässt er die Wanderroute, um mehr zu erleben als die Touristen. Im Inneren einer Höhle. Alles ist dunkel, muffig und feucht. Erics Gefühlslage. Trauer, Verzweiflung, Wut. Er wachte im Flughafen auf, schweißgebadet. Scheiße, was war denn das? Eric brauchte Minuten, um zuzuordnen, was eben geschehen war. Waren das Bruchstücke von Erinnerungen aus seinem früheren Leben? Gerade die letzte Szene machte ihm zu schaffen. Was zur Hölle war da passiert? Das alles steckte ihm noch Augenblicke später in den Knochen. Er brauchte einen neuen Plan. Er musste erst mal auf sein Hotelzimmer, sich frisch machen und dann vielleicht mit David sprechen. Eric wusste nicht wie, aber vielleicht konnte ihm dieser weiterhelfen. Er schleppte sich aus dem Flughafengebäude. Die frische Luft tat ihm schlagartig gut, auch wenn es ein eher warmer Morgen war. Er krempelte sich die Hemdsärmel hoch und beschloss, ein Stück Richtung Hotel zu laufen und kein Taxi zu nehmen. Bewegung konnte in diesem Moment nicht schaden. Er lief mittlerweile sicher eine Stunde durch die Stadt und sah dabei echt schöne Gegenden. Auch wenn er in diesem Moment weniger ein Auge dafür hatte. Er bog in die nächste Seitenstraße ein, als sein Tattoo sich meldete. Wie er es mittlerweile hasste. Er sah sich um, aber nichts schien verdächtig. Er ging weiter. Als die Schmerzen ihren Höhepunkt erreichten, blieb er stehen. Er sah sich noch einmal um und bemerkte, dass er direkt vor einem kleinen Laden stand, welcher sich dem Thema Asien verschrieben hatte. Eric hatte nichts zu verlieren, selbst wenn das eine Falle sein sollte. Er betrat den Laden und fühlte sich in eine klischeehaft andere Zeit versetzt. Hier stand alles voller China-Souvenirs. Ein ganzes Regal voller Katzenfiguren, welche mit der Pfoten wackeln konnten. Sonst sehr viele Drachenstatuen. Auf dem Tresen standen Räucherstäbchen, welche versuchen sollten, den Muff zu vertreiben. Leider waren sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Die Staubschicht auf den Regalen sprach teilweise Bände. Eric sah sich weiter im Laden um und bemerkte nicht, dass der Besitzer bereits wieder hinter seiner Kasse stand. »Hast du gefunden, wonach du gesucht hast?« sprach er Eric an. »Ich sehe mich nur mal um«, antwortete dieser, ohne den Blick zu heben. »Ich meine nicht hier im Laden, sondern in deinem Thailand-Urlaub vor 2 Jahren.« Eric erstarrte augenblicklich und sah den Verkäufer an. Klischee traf es am besten. Der Ladenbesitzer trug einen weinroten Samtmantel und eine dazu passende Kopfbedeckung. Er sah von seinen Gesichtszügen zwar eher mitteleuropäisch aus, hatte aber selbst einen zu seinem Laden passenden grauen Bart. »Was meinen Sie?« sprach Eric immer noch fassungslos. »Du erinnerst dich wohl nicht? Du warst vor 2 Jahren hier im Laden, weil du einen Urlaub mit deiner Begleiterin starten wolltest. Du hast dich informiert, was es denn außerhalb der Touristenattraktionen noch zu sehen gibt. Ich hatte dir einen Reiseführer über die Höhlensysteme in Thailand mitgegeben, sowie ein Buch über regionale Bräuche und Heiligtümer. Oder habt ihr die Reise abgesagt?« Das war zu viel Input für Eric. Er versuchte erst einmal abzulenken. »Warum erinnern Sie sich da noch so genau dran?« »Ich würde jetzt gerne behaupten, ich habe hier am Tag so viele Besucher, dass ich mir nicht alle Gesichter merken könnte. Aber sieh dich um. Wenn ich nicht ausgesorgt hätte und der Laden nur ein Hobby wäre, dann hätte ich schon vor Jahren zumachen müssen. Dann wäre das sicher ein Starbucks oder so.« Ein wenig Trauer schwang in seiner Stimme mit. »Ja, der Urlaub war echt klasse«, log Eric halbherzig. »Soll ich uns einen Tee machen und wir reden darüber?« fragte der Besitzer. Eric hatte an diesem Ort starke Vorurteile gegen einen Tee. Entweder er hatte dann den Trip seines Lebens oder ihm flog der Kopf weg. So waren Erics Erwartungen an solch einen Tee. »Nein, für mich bitte keinen Tee.« Aber ein paar Informationen konnte Eric in seiner Situation sicher gebrauchen. Also ließ er sich darauf ein und setzte sich mit dem Ladenbesitzer in eine Ecke. »Oh«, entfuhr diesem plötzlich, den Blick auf Erics Tattoo gerichtet. Er ärgerte sich, die Ärmel nicht heruntergekrempelt zu haben.
Weißt du, was dein Tattoo bedeutet? Eric antwortete den schon mantraartigen Vers. Alles hat seinen Preis. Der Ladenbesitzer schien ungeduldig. Ja, das kann dir jeder China-Imbiss bestätigen. Aber weißt du, wofür das steht? Eric schüttelte den Kopf. Bekam er in einem Laden, welcher seinen Zenit schon längst überschritten hatte, die Antworten, welche er suchte. Na gut, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Es fing alles an vor ganz langer Zeit, noch vor der Industrialisierung, als die Menschen in einfachsten Verhältnissen leben mussten und damit klarkamen. Nicht nur in Thailand, sondern weltweit. Viele Stämme, Dörfer oder Gemeinden konnten sich damals aber nicht selbst versorgen. Es hätte zu Kriegen mit den Nachbarn geführt, jeder hätte versucht, den größten Haufen für sich selbst zu beanspruchen. Die Legende besagt, eine Gruppe übernatürlicher Wesen habe sich dies zunutze gemacht. Manche bezeichneten sie als Engel oder Könige. Sie wollten das Wohlergehen der Menschheit sichern, verlangten dafür aber einen Preis. In jedem Stamm oder jeder Gemeinde wurde der Mensch mit der meisten Rücksicht und den klarsten Entscheidungen ausgewählt. Er sollte entscheiden, welches Opfer erbracht werden sollte. Er wurde mit einem Mal gekennzeichnet. Deinem Tattoo. Aber die Legende geht noch weiter. Anfangs waren es Tieropfer. Später hieß es dann, ein Menschenleben für ein ganzes Jahr Wohlstand der Gemeinde. Aber die Wesen wurden immer gieriger. Für immer mehr Kleinigkeiten mussten Menschenleben herhalten. Man sagt, die Wesen wurden nach und nach zu gierigen Dämonen, die so lange weitermachten, bis niemand mehr da war, welcher geopfert oder beschenkt werden konnte. Eric ließ sich sein Erstaunen und Entsetzen kaum anmerken, aber in seinem Verstand ratterten die Rädchen. Er war in der ganzen Situation nur, weil irgendein Dämon nicht mehr genug bekommen konnte. Nur deshalb musste Jesse leiden. Aber nur deshalb hatte er sie auch kennengelernt. Eric schien die Ursache zu kennen. Aber welchen Nutzen konnte er für die Zukunft daraus ziehen? Der alte Mann sprach weiter. Ich weiß nicht, welche Bürde du tragen musst. Du musst auch nichts beichten. Ich denke, die Plakate von einem Zauberer, welcher dir sehr ähnlich sieht, sprechen für sich. Ich kann dir nicht sagen, wie du da wieder rauskommst, aber ich habe hier was, was dir definitiv mehr hilft als mir. Der Alte stand auf und ging in sein Hinterzimmer. Kurze Zeit später kam er wieder mit einem Knochenfragment in seiner Hand. Es war circa 12 cm lang und sah aus wie ein Unterarmknochen oder etwas Ähnliches. Was ist das? Konnte sich Eric dazu durchringen, seine Gedanken zu ordnen. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber die Legende besagt, dass sich ein Stamm aufgelehnt hat. Versucht hat, seinen Geiselnehmer zu beseitigen. Man hat danach von diesem Dorf nie wieder etwas gehört. Aber angeblich ist dies ein Knochen aus der Krone eines dieser Dämonen. Ich weiß nicht, was der kann oder wie. Aber vielleicht findest du es heraus. Eric wusste auch nicht, was er damit anfangen sollte. Aber vielleicht kam der Moment ja noch. Also steckte er ihn in seine Tasche und bedankte sich. So, ich mache jetzt Mittagspause. Ich denke, du hast jetzt auch etwas zu erledigen, oder? Das kam Eric ganz recht. So musste er sich keine Ausrede einfallen lassen, um sich schnellstmöglich loszumachen. Sie verabschiedeten sich voneinander. Vielleicht sah man sich mal wieder. Vielleicht. Eric stürmte schnellen Schrittes aus dem Laden. Er war sich unsicher, ob diese Geschichte ihm irgendwie geholfen hatte. Er wusste jetzt mehr über sein Tattoo. Aber abgesehen von einem alten Knochen hatte er keinen Anhaltspunkt, wie er hier weitermachen konnte. Wie er Jesse retten konnte. Er zog sein Smartphone raus und verabredete sich per Nachricht mit David für den späten Nachmittag. Eric steuerte direkt sein Hotel an, um sich frisch zu machen. Diesmal war es Eric, welcher zuerst in der Bar ankam und wartete. Er fühlte sich wie ein neuer Mensch. Frische Klamotten und eine kalte Dusche bewirken manchmal wahre Wunder. Gleich würde er David die ganze Wahrheit erzählen. Er war etwas nervös, was danach passieren würde. David kam kurz darauf rein und setzte sich zu ihm. Er war kurz verwundert, weil Eric doch eigentlich ein paar Wochen verschwinden wollte. Eric erklärte die kurze Planänderung damit, dass er mit ihm noch etwas klären müsste. Aber erstmal, gibt es denn was Neues wegen dem Vorfall gestern Abend? Wollte Eric wissen. Die Familie des Opfers wurde benachrichtigt, aber es handelte sich wohl um eine reine Spießerfamilie.
Sein Vater soll angeblich gar nicht so schockiert gewesen sein, weil sein Sohn nicht wie gewünscht sein Medizinstudium abgeschlossen hatte. Sachen gibt es leider. Ansonsten gibt's in den Zeitungen oder im Internet keine Hinweise auf unsere Einlage. Warten wir mal ab. Okay. Dennoch ist das ein schlimmer Zwischenfall, welcher so nicht mehr vorkommen darf. Aber ich bin wegen was anderem hier. Ich muss mal Klarschiff machen. Ich habe dich, eigentlich seitdem wir uns vor über einem Jahr getroffen haben, belogen. Eric, das ist zwar schön und gut. Ich weiß das auch zu schätzen. Aber ich stehe echt nur auf Frauen. Also bitte behalte deine Liebe für dich. Dabei musste sogar Eric schmunzeln. David hatte manchmal im positiven Sinne einen richtigen Schaden. Aber ernsthaft, rede bitte weiter. Ich habe dir erzählt, dass ich nichts von meiner früheren Zeit erzähle, da ein paar unschöne Geschichten passiert sind und ich keine tolle Kindheit hatte. Und Zaubertricks die einzig positive Erinnerung daran sind. Das ist leider alles gelogen. Ich habe dir nichts von vor den letzten 2 Jahren erzählt, weil ich mich an nichts erinnere. Meine Erinnerungen fangen an in einem Hotel in Thailand. Alleine. Vor fast genau 2 Jahren. Auch da habe ich erst mein Faible für die ganzen Showtricks bemerkt. Ich weiß nicht, was vorher war. David schien etwas baff. Bevor er antworten konnte, sprach Eric weiter. Ich habe auch selbst keine Ahnung, wie ich meine Tricks vollführe, abgesehen von dem Hasentrick. Es gelingt mir einfach ohne Anstrengung. Und jetzt kommt der noch unglaublichere Teil. Jedes Mal, wenn ich meine Magie auf einen Menschen anwende, lande ich in sowas wie einer Zwischenwelt. Alles um mich rum steht still. Dort wartet ein Wesen auf mich, welches für das Gelingen meiner Einlagen ein Menschenopfer will, welches ich aus dem Publikum aussuchen soll. Ich verstehe nicht warum, aber ich habe das so oft ohne Gewissensbisse gemacht. Erst während der großen Show vorgestern Abend bin ich meinem Opfer mal gefolgt. Sie wurde in einer Seitenstraße von irgendwas irgendwohin verschleppt. Wir hatten zusammen ein Gewinnspiel ausgeschrieben, um mehr Informationen über sie zu bekommen, damit ich ihr folgen konnte. Aber seitdem sie weg ist, ist es, als ob sie nie gelebt hat. Und sie hat irgendwas in mir ausgelöst. Gestern während der Show habe ich mich geweigert, ein Opfer zu wählen. Das Ergebnis kennst du ja nur zu gut. David starrte mehrere Minuten in sein Glas. Eric erwartete in dem Moment eigentlich jede Antwort von »Verarsch mich nicht« bis »Such dir echt mal einen Arzt«. Aber was David dann aussprach, konnte Eric nicht glauben. »Ich glaube dir«. Eric war etwas baff. David zog sein Smartphone aus seiner Tasche. »Du weißt ja, dass ich unseren E-Mail-Service betreue«. Meist sind das Heiratsanträge oder Autogrammkartenanfragen. Eine Mail jedoch hielt ich erst für einen Troll. Aber jetzt erscheint das alles in einem anderen Kontext. Lies selber mal. Hallo Eric. Erstmal bin ich seit deiner YouTube-Zeit ein Mega-Fan von dir. Ich habe schon lange aufgegeben zu versuchen, deine Shows zu durchschauen. Du machst das einfach mega. Ich hatte die Chance, in einer deiner Shows im vergangenen Monat im Publikum zu sitzen. Es war mega, auch wenn Großteil meines Azubi-Gehalts dafür draufging. Aber einen Punkt an deiner Show habe ich nicht verstanden. Vor dem Trick mit dem Freiwilligen hast du mit jemandem seitlich der Bühne kurze gesprochen und dann auf jemanden im Publikum gezeigt. Ich konnte die Person nicht erkennen. Vielleicht dein Manager? Gab es da einen Zwischenfall? Leider hat meine Begleitung in dem Moment nicht aufgepasst. Somit bitte ich dich, mir vielleicht das zu erklären. Mit größter Hochachtung. Dein Mega-Fan Leo. Eric konnte es kaum glauben, was er hier las. Er dachte, dass diese Situation niemand mitbekam. David bestätigte ihm, dass ihm sowas nie aufgefallen war. Bitte schreib dem Fan, er solle sich dringend mit mir in Kontakt setzen, gab Eric an. David, hast du einen Plan, der mir helfen kann, die Leute und Jesse zu retten? David grübelte. Naja, es ist kein Plan. Aber hast du schon mal versucht, selbst für deine Tricks zu bezahlen? Wenn alles klappt, bist du am Ende vielleicht am selben Ort wie deine anderen Zuschauer. Das kann aber auch nach hinten losgehen. Eric hatte sich darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht. Aber es schien ihm mittlerweile der einzige Plan, welcher klappen könnte. Ich gehe das Risiko ein. Wenn der Plan schief geht, erinnert sich eh keiner mehr an mich. Und es wäre nur fair. Wer weiß, wie viele Leute ich auf dem Gewissen habe. Gab Eric resignierend zu. Aber wenn das gut geht und ich Jesse zurückbekomme, dann war das meine letzte Show. Alles hat zwar seinen Preis,
Aber ich bin dann nicht mehr bereit, diesen zu zahlen. Eric wirkte selbstsicher. Spielte im Inneren alle Szenarien durch. Am besten gefielen ihm natürlich die, in denen er dann mit Jesse seinen Ruhestand genießen konnte. Er vermisste sie. Eric, in einer von mir gemanagten Show ist ein Mann geplatzt wie ein übervoller Luftballon. Und wie ich jetzt erfahre, wahrscheinlich durch ein übernatürliches Wesen. Ich helfe dir mit der letzten Show selbstverständlich. So machen das Freunde. Aber danach nehme ich die Beine in die Hand und sehe zu, dass ich von dem Format wegkomme, gab David mit Augenzwinkern zu. Beide waren sich einig, dass Eric mit einem Riesenknall die große Bühne verlassen sollte. Aber so eine Megashow auf die Beine zu stellen, brauchte seine Zeit. Eric war klar, dass es kein schnelles Wiedersehen mit Jesse geben sollte. Doch der Gedanke, dass es überhaupt dazu kommen würde, würde ihm über die nächsten Wochen helfen. Endlich ein Ziel vor Augen, verließen beide die Bar. David setzte sich noch am Abend hin und fing an, alles zu organisieren. Eric ging in Richtung seines Hotels, nach und nach versuchend, seine aufreibenden Gedanken abzuschalten und die nächsten Wochen professionell im Robotermodus zu erleben. Die Wochen vergingen für Eric und David recht schnell. Während der eine jede freie Minute nutzte, um die Werbetrommel für das Mega-Event zu rühren, fiel es Eric schwer, sich abzulenken. Oftmals saß er in seiner Freizeit und grübelte, ob es für ihn überhaupt noch ein Licht am Ende des Tunnels gab. Wo war Jesse? Welch Qualen musste sie in jedem Moment durchleiden, den er da saß und nichts tun konnte außer warten? Oder waren ihre Qualen vielleicht schon längst vorbei und vergessen? Genauso wie ihr Andenken in dieser Welt, mit jedem anderen außer Eric. Doch die Gedanken durften nicht siegen. Wenn er es nicht versuchte, dann war sie definitiv verloren. Und wenn sich sein Kampf am Ende als sinnlos herausstellen sollte, dann würde er sich mit solchen Gedanken nicht mehr befassen. Mit gar nichts mehr. David hatte ein wahres Kunststück vollbracht. In nur 5 Wochen hatte er es geschafft, die größte Fußballarena des Landes zu bekommen. Naja, zum Glück war gerade Sommerpause. Aber noch unglaublicher. Alle 75.000 Eintrittskarten waren verkauft. Eric und David trafen sich bereits am Nachmittag des Auftritts in den Katakomben des Stadions. Sie hatten sich die letzten Wochen zwar ab und an gesehen, aber noch nicht weiter die Möglichkeit gehabt, ihr Vorhaben durchzusprechen. Man merkte beiden schnell an, dass dies keine normale Show werden würde. Beide waren angespannt, versuchten dies aber zu verbergen. Bevor du fragst, das läuft heute wie immer. Alles Weitere wird sich zeigen, sprach Eric in seiner gewohnten ruhigen Art. Was hätte er sonst auch sagen sollen? Er wusste genauso wenig, was heute auf der Bühne abgehen würde. Nur eines war ihm klar, wenn seine Show-Einlage wieder misslingen sollte, wie zuletzt, dann käme er da nicht mehr raus. Das war eine Alles-oder-Nichts-Nummer. Sie traten beide auf die Bühne. Die leeren Ränge wirkten gespenstisch. David hatte nicht mal mehr einen seiner lockeren Sprüche auf den Lippen. Er sagte nur, »Eric, sieh zu, dass du da heil rauskommst. Tu alles Mögliche, um die Leute zu retten. Aber noch wichtiger, lass nicht noch mehr leiden. Das muss dann ein Ende haben.« So ernst hatte Eric David noch nie erlebt. Aber er hatte recht. Eric nickte nur. Aber wie er dem Wesen gegenübertreten sollte oder ob es auf seinen Handel eingehen würde, wusste er selbst nicht. Noch weniger, was folgen würde, wenn es auf den Handel eingehen würde. Doch Jesse war es wert, noch mehr als sein schlechtes Gewissen Ian für die anderen leiden ließ. Und wenn es einfach nur Antworten waren. Seit der Vision vom Flughafen, wo Eric Ausschnitte aus seiner Vergangenheit sehen konnte, hatte sich sowas leider nicht mehr wiederholt. Der Abend war da. Die Arena war voll und restlos ausverkauft. Eric und David standen hinter der Bühne. Eric, still, aber lässig, hatte wieder sein Lächeln aufgesetzt. Aber nur, um damit zu verbergen, dass seine Gedanken ganz weit weg waren. David schien gealtert zu sein. Sein Blick war starr ins Nichts gerichtet. Die Situation machte ihm zu schaffen. Er machte sich klar, dass die Show für ihn gar nicht anders ablaufen würde als sonst. Er würde nichts mitbekommen von dem, was Eric würde durchstehen müssen. Schlimmstenfalls würde er morgen aufwachen, ohne sich an seinen Schützling zu erinnern. Was der Gedanke in ihm auslöste, konnte er selbst kaum zusammenfassen. »Es geht los!« Mit diesen Worten setzte sich Eric in Bewegung und betrat die Bühne.
Sein einziger Begleiter in diesem Moment war das Knochenfragment, welches in einer Tasche seines Jacketts steckte. Vielleicht war es ja zu irgendwas nützlich, war seine Motivation dabei. Jubel brandete auf, mehr als er jemals zuvor wahrgenommen hatte. Dies war mit Abstand das größte Publikum, vor welchem er je aufgetreten war. Er setzte an zu einer großen Rede. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Wie ihr sicher wisst, ist das eine ganz besondere Show. Es wird die letzte dieser Art sein. Es wird der krönende Abschluss einer Tour, auf der wir alle Gesetze der Physik gebrochen haben. Und Tore geöffnet, welche immer verschlossen bleiben sollten, setzte er in Gedanken nach. Genießt die heutige Show. Ihr werdet sie nie vergessen. Eric konnte sehen, dass einige Zuschauer wirklich weinten. Ob er die Auftritte vermissen würde? Er wusste es selbst nicht. Aber in der Art wie bisher gab es keine Zukunft. Eric setzte zu seinem Klassiker an. Dem Hasen. Diesmal war es kein weißer Albino-Hase, sondern ein kleines braunes Kaninchen, welches er nach getaner Arbeit einem kleinen Mädchen in der ersten Reihe überreichte, welche ihr neues Haustier gleich freudestrahlend in die Arme schloss. Er hätte später auch gerne Kinder. Der Gedanke kam in einem sehr unpassenden Moment, dennoch heizte er sein Feuer an, seinen Plan durchzuziehen. Die Show ging wie gewohnt weiter. Er ließ sich Zeit, vollführte teils neue Tricks oder alte Klassiker. Jede seiner Bewegungen wurde gefeiert vom Publikum. Eine solche Show war ein Geschenk für jeden, der auf der Bühne stehen durfte und der es genießen konnte. Eric war innerlich angespannt, aber wahrscheinlich bemerkte dies kaum einer im Saal. Das Highlight stand an. Diesmal bat er nicht einen Zuschauer auf die Bühne, sondern gleich drei. Ein Ehepaar mit ihrer kleinen Tochter, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Die Eltern sahen aus wie die Durchschnittsbürger einer Arbeiterfamilie. Beide wirkten, als ob sie sich rund um die Uhr einen abarbeiteten, um ihrer Tochter was zu ermöglichen. Eric mochte solche Leute. Vielleicht waren seine Eltern auch so gewesen. Wann wart ihr denn das letzte Mal im Urlaub? Fragt Eric die Familie. Etwas schüchtern gab die Mutter zu. Das ist schon ganz lange her. Sicher 5 bis 6 Jahre. Man merkte, dass ihr der Umstand sehr peinlich war. Ich kann euch jetzt keinen 2-wöchigen Trip in die Karibik bieten. Aber was haltet ihr davon, einen kleinen Ausflug nach Paris zu machen? Auf den Eiffelturm? Einmal den Ausblick genießen. Und bevor ihr euch verseht, steht ihr wieder hier. Fassungslosigkeit stand den beiden Erwachsenen ins Gesicht geschrieben. Freude war darin erkennbar, aber auch Skepsis an der Ausführung. Vielleicht dachten sie, dass sie unter der Bühne landen würden in einer Abstellkammer und dann würden lügen müssen, wie toll doch alles war. Nur die Tochter stand freudestrahlend da und antwortete für ihre Eltern mit: Wann geht's los? Die Familie kam wieder in die bekannten Glaszylinder. Eric fand noch ein paar beruhigende Worte. Die taten auch ihm ganz gut. Schlimmstenfalls hatte er gerade seine nächsten Opfer ausgesucht. Es ging los. Eric schloss die Augen und konzentrierte sich. Er öffnete sie wieder, als sein Tattoo sich bemerkbar machte. Stille, rotes Licht aus unbekannter Quelle. Bisher schien sein Plan aufzugehen. Hast du es dir nochmal überlegt? Die Stimme kannte er mittlerweile mehr als gut. Sie kam vom Rand der Bühne. Die Silhouette war unverkennbar. Alles hat seinen Preis. Eric war wütend und konnte sich kaum beherrschen. Du wirst von mir keinen Unschuldigen auf dem Silbertablett serviert bekommen. Die Zeiten sind vorbei. Ich dachte, du hast aus der letzten Situation gelernt. Das Wesen bewegte sich auf ihn zu. Warum willst du etwas von mir, ohne bezahlen zu wollen? Eric nahm sich etwas Zeit zu antworten. Dann sprach er ruhig. Oh, wer sagt denn, dass ich nicht bezahlen will? Deine Bezahlung steht hier auf der Bühne. Ich stehe für alles gerade, was ich falsch gemacht habe. Für jede Seele, welche in dein Reich überging. Das Wesen blieb stehen. Mit der Aussage hatte es nicht gerechnet. Das ist nicht möglich. Du bist mein. Du kannst nicht einfach die Regeln ändern. Wut schwang in der Stimme des Wesens mit. Sie klang noch dominanter als sonst. Erics Gesichtsausdruck ließ keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit zu. Willst du wirklich das Leben deiner liebgewonnenen Familie hier riskieren? Verachtung schwang in dem Tonfall mit. Eric hätte nicht geglaubt, dass das Wesen zu solch menschlichen Gefühlsregungen in der Lage war.
Du weißt genau, was ich will. Bring die Personen zurück, welche ich dir überlassen habe. Und du kannst mit mir machen, was du willst, gab Eric giftig zurück. Du Heuchler, dir geht es gar nicht um die Menschen. Dir geht es doch nur um eine Person. Du versuchst nur, dein schlechtes Gewissen und deine Schande zu unterdrücken, weil du weißt, dass ich recht habe. Dir sind deine Mitmenschen egal. Der Satz erfüllte seinen Zweck. Eric wusste nicht, was ihn an der Aussage mehr mitnahm. Die Tatsache, dass das Wesen von seiner Zuneigung zu Jesse wusste? Oder war es doch die Sache, dass der Kern der Aussage stimmte? Tief im Inneren musste Eric sich selbst eingestehen, dass es ihm wirklich nur um eine Person ging. Die restlichen Personen, alles lebenswerte Geschöpfe, waren für ihn maximal eine Zugabe. Sich dies einzugestehen, fiel ihm sichtbar schwer. Aber es sollte nichts an dem heutigen Plan ändern. Eric wollte nochmal Stärke beweisen. Und auch wenn du recht hast, ich spiele dein Spiel nicht mehr mit. Du wirst von mir keine Seele außer der meinen mehr bekommen. Und ich rate dir, mir nicht mehr dazwischen zu funken. Die Drohung wirkte echt, auch wenn Eric, um ehrlich zu sein, keine Ahnung hatte, wie er sie wahrmachen sollte. Wenn du dich weigerst, hast du keinen Nutzen mehr für mich. Du gehörst mir bereits, kannst deine Schuld so nicht tilgen. Wenn du keinen Nutzen mehr für mich hast, hast du dein Recht auf ein Weiterleben verwirkt. Der letzte Teil des Satzes quoll nur so über vor Wut. Nachdem das letzte Wort gesprochen war, kam der gefallene König schnellen Schrittes auf Eric zu. Die Augen funkelten in einem mörderischen Rot. Man konnte die Wut und Entschlossenheit jeder Faser seiner dunklen, ledrigen Haut ansehen. Eric bereitete sich darauf vor, nicht kampflos zu gehen. Auch wenn er nicht wusste, ob seine Fäuste in dem Moment ausreichten, so mangelte es ihm doch nicht an Überzeugung. Es war noch etwa 2 Meter von Eric entfernt. Er bereitete sich auf den Aufprall vor, auf Schmerzen, aber auch darauf auszuteilen. Eine Pranke mit scharfen Krallen anstatt Fingernägeln kam auf ihn zu, doch dann nichts. Eric sah sich um. Er stand wieder alleine auf der Bühne. Das rote Licht war weg. Er sah Bewegungen in den Reihen der Zuschauer. Was war hier passiert? Eric brauchte eine Sekunde. Er hörte überraschte Töne seitens der Zuschauer. Erst jetzt fiel ihm ein, dass er mal nach der Familie schauen sollte. Er drehte sich hin zu den Glasröhren, aber diese waren leer. Das war erstmal gut soweit. Besser, als wenn diese mit Blut gefüllt gewesen wären. Aber dennoch entfuhr Eric ein leises Scheiße. Zum Glück war sein Mikro gedämpft. Es folgte ein Knall. Man hörte Glas splittern und eine Rauchwolke machte sich auf der Bühne breit. Schockierte Laute kamen vom Publikum, aber der Rauch verzog sich auch wieder sehr schnell. Dort, wo die 3 Zylinder aus Glas gestanden hatten, waren nur noch Scherben übrig. Aber in den Überresten standen die 3 Familienmitglieder, augenscheinlich unverletzt. Eine Welle des Applauses kam aus allen Richtungen des Stadions. So laut, dass niemand gehört hatte, wie Eric ein Stein vom Herzen fiel. Die 3 Leute waren sichtlich mitgenommen. Eric führte die Frau ans Mikrofon, wartete noch kurz, bis der Applaus geringer wurde. Erzähl uns allen, was ihr erlebt habt. Tränen stiegen ihr in die Augen. Es war wunderschön. Wir waren auf der obersten Etage des Eiffelturms mitten in Paris, konnten den Sonnenuntergang direkt ansehen. Es war zwar nicht lange, aber die 30 Minuten haben wir vollstens genossen als Familie. Vater und Tochter waren weniger emotional, dennoch strahlten sie über das ganze Gesicht. Sie bedankten sich vielmals bei Eric persönlich, dass sie an dem Highlight teilnehmen konnten. Eric fand es selbst erstaunlich, was die Leute erlebt hatten, und fragte sich dennoch immer noch, was da eigentlich auf der Bühne passiert war. Die 3 verließen die Bühne und Eric beendete die Show mit ein paar letzten Worten. Niemand würde die Show vergessen, das war klar. Die Gesichter der Zuschauer waren fast ausschließlich fröhlich gelaunt. Eric fühlte sich in seinem vermutlich letzten Applaus sichtlich wohl. Erst jetzt nahm er ein leichtes Brennen wahr. Ausnahmsweise kam diesmal nicht von seinem Tattoo. Die merkwürdige Hitze ging von einem Objekt in seiner Jackentasche aus. Dem Knochen. Er fragt sich, was es damit jetzt auf sich hatte. Hinter der Bühne kam David auf ihn zugeschossen. Und... Was ist passiert? Wie ist es gelaufen? Überfiel dieser ihn. Ich weiß selbst nicht ganz genau. Nicht wie erwartet auf jeden Fall. Er wollte nicht auf den Handel eingehen. Ich dachte, mein letztes Stündchen hätte geschlagen.
Aber plötzlich war ich wieder hier. Ohne Ergebnis. David sah ihn fragend an. Eric hatte noch eine letzte Idee. Vielleicht musste er jetzt nachhelfen. Es war Zeit für einen Spaziergang. In einer dunklen Seitengasse. Es waren jetzt 3 Stunden seit dem Ende der Show vergangen. Die Arena war mittlerweile so gut wie leer. Eric saß die komplette Zeit hinter der Bühne und starrte gedankenverloren Löcher in die Luft. Er versuchte zu ordnen, was passiert war. Aber abgesehen davon, dass es für seine komplette Situation keine logische Erklärung gab, hatte er keine geeigneten Erkenntnisse gefunden. David, der bisher alles in dem Stadion überwacht hatte, kam zu ihm. »Was hast du jetzt vor?«, fragte er. Er merkte, wie er Eric mit dieser Frage aus einer anderen Welt gerissen hatte. Bei Jesse war es damals so, dass sie in einer dunklen Gasse überfallen wurde. »Meine einzige Lösung ist jetzt, dass ich mich selbst in eine solche Falle begeben muss«, sagte er ernst. »Ich würde dir gerne sagen, dass das mit Abstand der dümmste Plan ist, den du haben kannst. Aber erstens habe ich auch keinen besseren.« Und zweitens lässt du dich eh nicht von meinen Worten abhalten. Ach ja, die junge Liebe, gab David auf seine unvergleichliche Art dazu. Wieder schaffte er es, Eric ein Schmunzeln abzugewinnen. Eric war klar, dass es ihn mit David auch hätte schlechter treffen können. Er war doch sehr dankbar, solch jemanden mit sich zu haben. Ich gehe dann mal eine Runde spazieren, sagte Eric mit leicht sarkastischem Unterton. Komm heil wieder zurück und nicht erst, wenn es hell wird, kam die augenzwinkernde Antwort. Doch der Ernst dieser Aussage war beiden bewusst. Eric streifte durch die Stadt. Der Himmel war wolkenverhangen, nur ab und an schien der Vollmond durch. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er zufällig den gleichen Pulli anhatte wie in jener Nacht, als er Jesse verfolgte. Und das letzte Mal sah. Jedes Mal, wenn er an sie dachte, löste das ein Chaos in ihm aus. Zum einen fühlte er sich wohl und geborgen, sobald er an sie dachte. Aber leider mischten sich dann auch viele negative Gedanken darunter. Was war ihr geschehen? Würde sie ihm das jemals verzeihen? Würde er sich das jemals verzeihen? Wichtig war ihm, sie zu retten. Sein persönliches Glück sollte nicht sein einziger Antrieb sein. Er hatte in seinem Leben schon zu viele falsche Entscheidungen getroffen, getrieben von seinem eigenen Wohlergehen. Die Straßen waren wie leergefegt. Kaum fuhr mal ein Auto vorbei, noch seltener sah Eric Personen auf der Straße. Die kühle Luft der Sommernacht half ihm beim Denken. Und so musste er gar nicht steuern, wo er hinging, sondern konnte sich einfach treiben lassen. Er hatte nicht auf die Uhr geschaut, aber er musste schon eine Ewigkeit unterwegs sein. Die Straßen unterschieden sich hier kaum voneinander. Ein Wohngebiet mit Wohnblocks nach dem anderen. Eric wurde langsam ungeduldig. Es war sein letzter Plan, sollte dies nicht gelingen, wusste Eric nicht, wie er weitermachen sollte. Er hatte seine Karriere an den Nagel gehängt. Er konnte nicht eine weitere Show veranstalten, um das Wesen ein weiteres Mal zu rufen. Und selbst wenn, der Erfolg blieb beim letzten Mal schon aus und das Risiko war zu hoch. Einige Blöcke weiter blieb Eric auf einmal stehen. Vor ihm befand sich ein Fußball- und Basketballplatz, eingezäunt in einer Art Käfig. So wie es für solche Wohngebiete typisch war. Der Platz lag vollkommen im Dunkeln und Eric sah keine 20 Meter weit. Bemerkenswert hieran war nur, dass sein Tattoo auf sich aufmerksam machte. Es war Erics einzige Chance. Er betrat den Platz. Am Mittelkreis angekommen, stach das Tattoo einmal mit voller Kraft zu. Dann verschwand der Schmerz wieder komplett. So sehr es Eric auch versuchte, alles außerhalb des Käfigs war für ihn nicht mehr sichtbar. Keine Straßenbeleuchtung, gar nichts. Als er sich nochmal umsah, sah er etwas Leuchtendes. Insgesamt 4 Paar leuchtend grüne Augen. Sie saßen am oberen Ende des Käfigs und sahen auf ihn hinab. Das mussten die Wesen sein, welche auch Jesse verschleppt hatten. Ein kurzes Glücksgefühl stieg in Eric hoch. Sein Plan schien aufgegangen zu sein.
Die Wesen bewegten sich nun am Käfig hinab. Und kurz darauf war er umzingelt. Nun schien sein Glücksgefühl nicht mehr so angebracht. Eric stand noch immer im Mittelkreis, während die Wesen ihn umrundeten. Von nahem sahen sie noch abscheulicher aus als in jener Nacht. Von ihren Mündern tropfte eine Art schwarzer Speichel auf den Boden. Sie verbreiteten einen abartigen Gestank. In ihrer gebückten Haltung gingen sie Eric bis zur Hüfte. Aber mit ihren langgliedrigen Armen und Beinen sahen ihre Bewegungen sehr fremdartig und gefährlich aus. Eric hoffte an dieser Stelle, sie würden ihn relativ schmerzlos verschleppen. Er wollte sich nicht wehren. Er musste ja mit dahin, wo alle vor ihm schon gelandet waren. Stutzig machten ihn aber jetzt zwei Dinge. Ihr Anführer war nirgends zu sehen, auch nicht seine stechend roten Augen. Und außerdem machten die Wesen keine Anstalten, ihn anzugreifen. Vielleicht fehlte ihnen der Befehl ihres Königs, oder? Eric trat einen Schritt hervor. Sofort wich das Wesen, welches ihm am nächsten war, zurück und senkte seinen Kopf. Hatten diese Wesen Respekt vor ihm oder gar Angst? Im Endeffekt war das egal. Eric begab sich auf die Knie, die Hände hinter den Kopf. Diese Geste sollte eindeutig sein. »Bringt mich zu den anderen! Bringt mich zu eurem Meister!« gab er noch hervor. Ein Schlag auf den Hinterkopf. Mehr spürte er nicht, bevor alles um ihn herum schwarz wurde. Ein strahlend weißer Strand, leuchtend blaues Wasser, soweit das Auge sah. Und das alles konnten sie vom Balkon des Hotels überblicken. Es war ein Tag, den man sich nicht schöner vorstellen konnte. Ein freudestrahlendes Pärchen erwachte in seinem gemütlichen Hotelbett. Er, 29 Jahre alt, braune Haare, gerade lang genug, um nach dem Aufstehen doch etwas wuschelig zu sein, 3 Tage Bart. Und man sah ihm an, dass er regelmäßig seine Joggingstrecke lief. Zu Hause kannte man ihn eigentlich nur als glattrasierten und gegelten, erfolgreichen jungen Anwalt. Aber dafür ist Urlaub ja mal da. Sie, 25 Jahre jung, ihre strahlend blauen Augen lassen selbst das Meer vor dem Fenster verblassen. Schulterlanges blondes Haar rundet das Gesamtbild ab. Auch ihr sah man an, dass sich beide das erste Mal beim Joggen über den Weg gelaufen waren. Ansonsten stellte sie aber schon einen kleinen Widerspruch dar. Sie liebte ihren Beruf im sozialen Bereich. Menschen glücklich zu machen, das war ihre Erfüllung. Und Eric war dankbar in jeder Sekunde, in der ihn Sarah glücklich machte. Der romantische Urlaub sollte der erste von vielen werden. Beide hatten sich für Thailand entschieden, weil es neben der malerischen Natur auch viel zu erkunden und entdecken gab. Die Suche nach neuen Abenteuern war ihre größte Gemeinsamkeit. Nach dem Aufwachen sahen sich die beiden noch länger verliebt in die Augen, ehe Eric sich losmachte, seiner Traumfrau das Frühstück ans Bett zu bringen. Als er das Zimmer verließ, verkroch sich Sarah nochmal verliebt ins Bett und konnte kaum fassen, wie sie so viel Glück haben konnte. Mit seinem Lächeln könnte er jede haben. Aber die beiden hatten sich gesucht und gefunden. Kurz darauf stand er schon wieder in der Tür, mit einem Tablett voller typisch thailändischer Delikatessen und einer Rose. Wie jeden Augenblick hier im Paradies genossen sie diesen, so als ob es ihr letzter wäre. Leider war das im Hinblick auf das gemeinsame Frühstück kein leerer Spruch. In der Hotellobby angekommen, deckte sich Eric noch mit ein paar Touristenbroschüren ein, wusste aber eigentlich schon sehr genau, wohin es gehen sollte. Vor ein paar Wochen war Eric mit Sarah beim Wochenendtrip in die Hauptstadt auf einen asiatischen Souvenirladen gestoßen. Der Besitzer hatte ihm von einer Höhle erzählt, welche noch wenig erkundet sein sollte. Angeblich sogar mit einem Fluch belegt sein sollte. Beide waren sich sofort einig. Das mussten sie selbst erkunden. Draußen angekommen, wartete bereits der Geländewagen, welcher sie an einen Touristen-Hotspot bringen sollte. Von dort war es nur ein 2-stündiger Marsch bis zu der Höhle. Keiner der Hotelangestellten sollte davon erfahren, Sarah und Eric wollten ihre Erfahrungen selber machen und sich nicht von anderen reinreden lassen. Und Flüche gab es eh nicht, waren sich beide sicher. Sie küssten sich lang und innig, bevor sie einstiegen. Es musste erst 30 Minuten her sein, dass Eric und Sarah die Höhle betreten hatten. Mit provisorischer Ausrüstung und eigentlich auf alles vorbereitet. 30 Minuten sollten reichen, um 2 Leben komplett zu zerstören. Eric hatte einen Schlag abbekommen und konnte sich kaum zusammenhängend an die letzten Minuten erinnern. Alles, was er noch wusste. Sarah war irgendwo abgestürzt. Nicht tief, aber unerreichbar von Erics Standort aus. Er konnte sie sehen, auf einem Plateau circa 20 Meter unter ihm.
Es gab eine Art riesigen Brunnen in der Höhle. Von oben fiel Sonnenlicht herein und gut 50 Meter unter Eric stand Wasser. Da der Rand Kalkstein ähnelte, wollte er den Versuch wagen, dort hinabzuklettern, um einen Weg zu seiner Freundin zu finden. Als er die ersten Schritte gegangen war, hörte er nur markerschütternde Schreie von Sarah. Die letzten Lebenszeichen, die er von ihr mitbekam. Ihr Plateau war leer, nur noch Teile ihrer Ausrüstung lagen dort. Und Kratzspuren waren zu sehen. Eric brach in der Höhle zusammen. Erst jetzt fielen ihm die Dimensionen auf. Von der Decke hingen felsige Spitzen herab. Abgesehen von dem Brunnen gab es keine weitere Lichtquelle, dennoch konnte er überraschend gut sehen. Der Durchmesser der Höhe musste 500 Meter betragen. Ihr Eingang lag etwas höher und führte über eine Brücke über einen Abgrund, an welchem Sarah abgerutscht war. Am anderen Ende schien es einen weiteren Weg zu geben. Eric wachte benommen auf. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war seit der Sache auf dem Spielfeld. Er atmete tief ein, doch musste sich sofort übergeben. Erst jetzt konnte er die Bilder in seinem Kopf zusammenfassen. War das seine Vergangenheit? Das Gefühl, einmal so glücklich gewesen zu sein, zerquetschte ihm fast alle Organe. Wie gerne wäre er in dem ersten Teil der Erinnerung geblieben. Und Sarah? War sie seine Freundin? Und warum sah sie Jesse zum Verwechseln ähnlich? Eric rang weiter nach Luft. Er sah sich erstmal um. So miefig, wie es hier war, musste er in einer Höhle sein. Seine Augen bestätigten ihm dies. Es schien eine Art unterirdischer Hohlraum zu sein, sehr groß im Durchmesser, mit nur einem Ausgang. Auf der anderen Seite gab es zwar auch einen Tunnel, aber eine dafür benötigte Brücke war nicht mehr vorhanden. Eric bewegt sich benommen auf die einzige Lichtquelle zu. Es war eine Art Schacht, in welchem unten Wasser stand, von oben aber Licht hereinfiel. Stechende Kopfschmerzen machten sich breit. War er schon mal hier gewesen? War das die Höhle aus seiner Erinnerung? Er spürte, dass hier noch etwas passiert war. Er konnte sich aber nicht daran erinnern. Jeder Versuch, sich daran zu erinnern, verursachte Kopfschmerzen, welche ihn in die Knie zwangen. Eric hörte schwere Schritte hinter sich. Er konnte sich denken, wer auf ihn zukam. Als er sich umdrehte, sah er ihn wieder, den gefallenen König, welcher wütend auf ihn zustürmte. Eric war noch zu benommen, um ihm körperlich etwas entgegenzusetzen. So konnte er nicht vermeiden, dass dieser ihn an der Kehle packte und hochzog. Eine Armlänge des Wesens, also circa 1,5 Meter, trennten die Kontrahenten. Das Gesicht des Wesens war wutverzerrt, noch mehr als damals auf der Bühne, bevor er verschwand. »Wie hast du das angestellt?« spie das Wesen ihn an. Dabei spuckte das Wesen förmlich seinen schwarzen Speichel. »Niemand betrügt den Kai!« schrie es hinterher. Eric stand ein fragender Ausdruck im Gesicht. Er hatte ja in dem Moment wirklich nichts gemacht. Noch bevor er was sagen konnte, schob das Wesen nach. »Ich hätte dich auf der Bühne zermalmt und mit dir alle Beteiligten an deiner Show. Aber bevor ich dich erreichen konnte, hast du mich aus deiner Dimension verbannt und hierher geschleudert. Nicht mal 1000 Tattoos haben die Macht dazu und erst recht nicht dazu, deine Show zu beenden. Also, wie hast du es gemacht?« Beim letzten Satz schienen die Augen nicht mehr wie rote Rubine, sondern eher wie kleine Flammen zu lodern. Aber Eric hatte noch immer keine Ahnung. Oder etwa doch? Wie zur Bestätigung spürte er, wie das Knochenfragment in seiner Hosentasche zu zucken begann. 3 Stunden nach seiner letzten Show verließ der vielleicht beste Illusionist der Welt das Stadion. Was er dabei nicht bemerkte, war, dass ihm in einigem Abstand jemand folgte. David konnte seinen Schützling nicht einfach so seinem Schicksal überlassen. David nannte ihn immer seinen Schützling. Dabei waren beide fast im gleichen Alter. Sie hatten sich vor einiger Zeit in einer Bar das erste Mal kennengelernt. Eric war gerade auf einem aufstrebenden Ast und David hatte protzerisch eine Werbeanzeige online geschalten, dass er mit seiner Agentur durchstarten wollte. Die Sympathie stimmte, auch wenn sie charakterlich doch sehr verschieden waren. Eric war eher der Stille, der zwar auch mal auf Partys anzutreffen war, aber doch immer recht fokussiert auf seine Karriere schien. David hingegen war Frauenheld und Partydraufgänger in einem. Selbstverständlich gehörte auch ein abgebrochenes Studium mit zahlreichen exzessiven Partys dazu. Aber es war immer eine Leidenschaft von ihm,
die Fäden und damit die Verantwortung in den Händen zu haben. Und wie auch immer war er sozial bestens vernetzt. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis er sein Talent auch im Job ausnutzen sollte. Eric wusste es zwar nicht, aber er war Davids erster großer Akt. Die anderen Referenzen, auf welche sich David immer berufen hatte, waren alle online gekauft. Dennoch zogen sie gemeinsam eine Show nach der anderen auf, auch wenn sie immer eine geschäftliche Distanz zueinander wahrten. Zumindest bis Eric mit der ganzen Sprache rausrückte. David fühlte sich ihm verbunden, auf eine Art und Weise, die er nur schwer beschreiben konnte. In seiner Branche war tiefgründige soziale Einsamkeit ein echtes Problem. Klar fand sich immer jemand für oberflächlichen Kontakt, aber als Freund würde er kaum jemanden davon bezeichnen. Anders als Eric. Und so war es selbstverständlich für ihn, in jener Nacht ein Auge auf Eric zu haben. Da er es gewohnt war, unsichtbar im Hintergrund zu bleiben, musste er sich gar nicht anstrengen, Eric durch die dunklen Straßen zu folgen. Er musste aber auch zugeben, dass dieser sich kaum wirklich umgesehen hatte. Teilweise strich er ziellos umher oder schaute sich nur halbherzig um. Er trat den Rückweg in sein Apartment an. Er brauchte erstmal etwas Schlaf, aber der nächste Schritt nahm in seinem Kopf schon Formen an. Eric hatte ihm von dem asiatischen Laden erzählt. Auch wenn es bedeutete, dass David einmal quer durch das Land musste, so wollte er dennoch wissen, ob der Ladenbesitzer vielleicht noch mehr wusste. Zum Glück hatte Eric seine Karriere beendet. So musste David niemanden Rede und Antwort stehen, wo sein Schützling war. Zumindest eine Erleichterung. David stand nun vor dem Laden. Mittlerweile waren 2 Tage vergangen und es gab kein Lebenszeichen von Eric. Der Laden war gar nicht so schwer zu finden gewesen. Die Suchmaschine auf Davids Smartphone spuckte den Laden gleich als erstes aus, wenn es um asiatische Souvenirs in der Hauptstadt ging. Jetzt, wo David davor stand, wunderte es ihn umso mehr. Die Scheiben wirkten blass und dreckig. Von außen erweckte der Laden einen dunklen und wenig liebevollen Eindruck. Aber David wollte sich auf die inneren Werte verlassen, auch wenn dies sonst nicht seine übliche Vorgehensweise war. Aber auch dieser Eindruck war nicht unbedingt positiv. Staub fast überall. Und die meisten Souvenirs und Verkaufsartikel konnte man zum Bruchteil des Preises online erwerben. Der Laden musste seine Stärken in den 90er Jahren gehabt haben. Nur der dafür typische Geruch des Ladens geht einem beim Online-Shoppen verloren. Aber David würde viel dafür geben, den Muff des Ladens, gemischt mit Räucherstäbchen, loszuwerden. Kurz nachdem die Türglocke seine Anwesenheit angekündigt hatte, schob sich eine ältere Person durch einen Perlenvorhang aus einem Hinterzimmer hervor. Es war ein Mann in den 70ern, welcher von seiner Kleidung und seinem Auftritt doch sehr gut nach Asien passte. Abgesehen davon, dass seine Gesichtszüge typisch mitteleuropäisch waren. »Wie kann ich dir denn helfen?« trat er auf David zu. »Ich suche einen Freund. Er war vor einigen Wochen mal hier. Ich suche mal ein Bild«, sprach David und zog sein Smartphone. »Der junge Mann mit seinem unklaren Thailand-Urlaub?« unterbrach ihn der Ladenbesitzer. David war kurz sprachlos und nickte zuerst nur. »Woher wissen Sie das?« Ein Schmunzeln überkam den Händler. »Sieh dich mal um. Die Staubschicht auf den Artikeln deutet nicht unbedingt auf regen Publikumsverkehr hin. Der Laden hält mich fit, trägt aber gar nichts zu meiner Rente bei. Der Onlinehandel hat uns komplett platt gemacht.« »Ich glaube, dein Freund war sogar der letzte Besucher seither. Er steckt sicher in Schwierigkeiten, oder? Erzähl mir, was los ist. Magst du einen Tee haben?« David verneinte. Er war noch nie der Tee- oder Kaffeetrinker gewesen. Dennoch begaben sich beide in Richtung der Sitzecke. David hatte kein Interesse daran, hier nur Halbwahrheiten und Lügen zu verbreiten. Deshalb erzählte er dem Ladenbesitzer alles, was er wusste, bis zu Erics Verschwinden auf dem Platz. Jener hörte nur zu und verzog keine Miene. »Ich hatte deinem Freund vor seinem Urlaub eine Sammlung mit alten Sagen und Aberglauben mitgegeben. Dort standen auch einige Sachen aus Thailand drin. Ich hoffe, er hat das nicht als Reiseführer genutzt«, gab der Händler nachdenklich zu. »Es gab eine Sage unter den Stämmen der Eingeborenen. Du kennst ja die Geschichte hinter den Auserwählten mit dem Zeichen, dem Tattoo und deren Verbindung zu den gierigen Dämonen. Der Sage nach starben viele der Dämonen aus, weil sich das Volk weigerte, weiter zu dienen. Die Folgen für die Stämme waren noch schlimmer. Aber angeblich erhob sich ein Stamm.
Sie konnten den Dämon zwar nicht besiegen, aber in eine Höhle sperren. Diese Höhle stand in dem Buch, welches sich Eric aushändigte. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die darin enthaltenen Warnungen selbsterklärend sind. Aber da habe ich mich getäuscht. David hörte gebannt zu. Ein Teil in ihm wollte immer noch nichts von Flüchen, Dämonen oder Zauberern wissen. Aber die Vorkommnisse der letzten Wochen ließen sich nicht leugnen. Und mit natürlichen Vorgängen konnte er nicht mal die Hälfte davon erklären. Eric hatte was davon erzählt, dass er hier ein Knochenfragment bekommen hat. Haben Sie darüber noch genauere Informationen? Ich weiß nur sehr wenig darüber. Angeblich stammte es aus der Krone eines mächtigen, gefallenen Königs. Ein Volk soll sich gegen ihn aufgelehnt haben. Von diesem Strang der Geschichte gibt es keine weiteren Informationen. Sowohl der Stamm als auch das Wesen sind nicht weiter dokumentiert. Aber dies geschah, bevor eines der Wesen in der Höhle eingesperrt wurde. Meine Überlegung: Wie hat es ein einfaches Volk Eingeborener geschafft, einen Dämon, welcher ganze Landstriche terrorisiert hat, in eine Höhle zu sperren? Ich denke, die hatten Hilfe. Und ich denke, der Knochen war daran nicht ganz unschuldig. David war nicht ganz klar, wie er auf diese Antwort reagieren sollte. Einerseits hatte sein Freund ein mächtiges Werkzeug dabei, wenn man einer alten Überlieferung gemischt mit den Vermutungen eines ungewöhnlichen Ladenbesitzers Glauben schenken konnte. Dennoch brachte es ihn in seiner Situation nicht weiter. Weder konnte er Einfluss auf Eric nehmen, noch wusste er, wo dieser sein könnte. David unterhielt sich noch mindestens 2 Stunden mit dem Ladenbesitzer, aber weitere hilfreiche Erkenntnisse hatte dieser nicht mehr parat. David trat den Heimweg an. Die Hilflosigkeit sollte ihm in den nächsten Tagen ungemein zusetzen. Nicht helfen zu können, nicht zu wissen, ob es Grund zur Hoffnung gab. Die nächsten Tage zogen sich wie Kaugummi. David stellte eine Anzeige online, um neue Klienten zu gewinnen. Aber so ganz war er im Kopf nicht ganz dabei. Dennoch mussten sich seine Konten wieder füllen. Die Momente der Freizeit, in welcher er hätte nachdenken können, verbrachte er jedoch in Gesellschaft von Frauen und Alkohol. Jeder hatte seine eigene Art, mit Problemen umzugehen. Nach einigen Tagen riss ihn eine E-Mail aus seinem alltäglichen Trott. Leo hatte ihm geantwortet und bat um ein Treffen. Vielleicht ergaben sich hieraus neue Erkenntnisse. Schaden konnte es sicher nicht. David brauchte sowieso eine Beschäftigung. Eric hing fest im Griff des Dämons. Nur wenige Zentimeter trennten ihre Gesichter voneinander. Die starke Pranke des gefallenen Königs hielt ihn fest am Brustbereich seines Pullovers, welcher davon deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eric spürte eine warme Flüssigkeit an sich herablaufen. Anscheinend hatte das Wesen ihn mit seinen Krallen am Brustkorb doch stärker verwundet, als die Schmerzen ihn erst glauben ließen. Körperlich konnte er sich hier kaum befreien. Dazu war er einfach zu unterlegen. Leider half der Knochen in seiner Tasche auch nicht im gewünschten Maß. Er vibrierte zwar wie ein Handy, aber das brachte hier nicht viel. Eric versuchte, sich zu konzentrieren, aber seine Fähigkeiten, welche ihn auf der Bühne eine Menge Applaus einbrachten, ließen ihn hier im Stich. Wie sollte es denn auch funktionieren, wenn das Wesen, welches ihm gegenüberstand, der eigentliche Grund für seine Macht war? Was hast du mir schon entgegenzusetzen? Dich zu rekrutieren war ein Fehler, welchen ich gleich wieder bereinige. Und ich werde alles daran genießen. Verachtung und Wut lagen zu gleichem Maß in der Stimme des gefallenen Königs. Der schwarze Speichel, welcher mit jedem Wort auf Erics Gesicht landete, schien mittlerweile reizend zu sein. Zumindest bildete sich Eric ein Brennen auf seinem Gesicht ein. Glaub mir, ich werde es dir so schwer wie möglich machen. Du hast mich getäuscht. Niemals hätte ich dir freiwillig die Leben der Menschen geopfert. Und ich werde alles dafür geben, diese zu befreien. Auch wenn Eric keine Idee hatte, wie es weitergehen sollte, so merkte man ihm dies nicht an. Leider machte es seine Situation nicht besser, als er sah, wie das Gefolge des Königs aus der Dunkelheit kroch. Zuerst nur die grünen Augen, aber kurz darauf schoben sich die 4 Wesen in ihrer verkrümmten Gangart aus der Dunkelheit. An diesem Ort brauchte Eric nicht darauf zu hoffen, dass diese immer noch Respekt vor ihm hatten, wie auf dem Sportfeld. Als guter Anführer werde ich meiner Gefolgschaft die erste Arbeit überlassen, sprach der König mit unverkennbarem Hohn. Kaum waren die Sätze verklungen,
wurde Eric durch die Luft geschleudert und stieß schmerzhaft gegen die zerklüftete Wand hinter ihm. Der Wurf kam unerwartet, daher hatte Eric kaum Zeit, seinen Kopf zu schützen. Und es war nur Glück, dass er sich diesen nicht aufschlug. Dennoch setzte ihm der Aufprall sehr zu. Er versuchte, sich aufzurappeln, aber Schmerzen machten sich in seinem ganzen Körper breit. Der König stand weiterhin in der Mitte des Raumes, aber die vier Wesen schoben sich langsam an ihm vorbei in Erics Richtung. Der hatte sich gerade an einem der Felsen aufgerafft und konnte fast aufrecht stehen, was ihm aber sehr viel abverlangte. Verzweiflung machte sich in Eric breit. Es gab keinen Ausweg und er stand nicht nur umgangssprachlich mit dem Rücken zur Wand. Seine letzte Kraft zusammennehmend schrie Eric in den Raum: »Du bekommst mich nicht. Du wirst nie wieder auch nur eine Menschenseele in deiner Gewalt haben. Dafür sorge ich.« Gemischt mit Blut, Spucke und Tränen konnte sich Eric nach diesen Worten nicht mehr aufrecht halten und kippte nach vorne über. Dabei brach ein Knochen, aber nicht seiner. Eric spürte, wie der Knochen in seiner Tasche zerbrach, kurz darauf von brennend heißer Energie umgeben wurde und dann einfach weg war. »Jetzt lässt mich der auch noch im Stich«, waren Erics Gedanken, als er schwer atmend auf allen Vieren in der Höhle kniete. Aber kurz darauf spürte er etwas, das nur schwer zu beschreiben war. Eine Art Präsenz in der Höhle. Sie waren nicht mehr alleine dort unten. Die vier Wesen hatten die Hälfte der Strecke zwischen Eric und dem König zurückgelegt, blieben aber plötzlich stehen und sahen sich um, teils ängstlich wirkend. Auch der König schien verwirrt. »Was hast du getan?«, sprach er, ohne Eric dabei gesonderte Aufmerksamkeit zu schenken. Eric nutzte die Chance, um kurz durchzuatmen und sich aufrechtzusetzen. Leider waren weite Teile der Höhle kaum oder nur schlecht ausgeleuchtet. Eric glaubte dennoch, an verschiedenen Stellen im Schatten eine Silhouette zu sehen. Nur ein Umriss im Dunkeln. Doch was Eric da auszumachen glaubte, war kaum vorstellbar. Ein kraftvolles Wesen, vier Arme am Oberkörper und zwei lange, leicht gebogene Hörner am Kopf. Da das Wesen nur für Sekundenbruchteile in einem Schattengebiet auftauchte, konnte Eric kaum mehr ausmachen. Oder war es doch alles nur Einbildung aufgrund seines miserablen Zustandes? »Nichts kann dich mehr retten! Macht ihn fertig!«, sprach der König teils zu Eric und teils zu seinen Wesen, welche sich immer noch ängstlich umsahen. Seine Stimme war aber lange nicht mehr so gefestigt wie zuvor. Dennoch setzten sich die Wesen wieder in Bewegung, wenn auch nicht mehr so zielstrebig. Aus gutem Grund. Ein ohrenbetäubendes Donnergrollen. Und das erste Wesen aus der Reihe wurde zerquetscht wie ein Insekt. Der Grund dafür war aber nicht ersichtlich. Die anderen drei Wesen nahmen Reiß aus und verschwanden in der Dunkelheit. Den Geräuschen, welche folgten, war zu entnehmen, dass dies nicht für alle gut ging. Aus der Ecke, in welche sie geflohen waren, flogen kurz darauf ein Kopf und ein Bein dieser Viecher. Aus den abgerissenen Gliedmaßen floss noch etwas schwarzes, dickflüssiges Blut. Eric sah sich das alles als unbeteiligter Zuschauer an. Er konnte schon längst nicht mehr verstehen, was hier vorging. Der König versuchte, sich seine Unsicherheit nicht anmerken zu lassen. Aber dies gelang ihm nur mittelmäßig. »Wer oder was ist da? Zeig dich in meinem Reich!« Seine Stimme hatte den altbekannten tiefen Bass und klang beeindruckend. Dennoch sah er sich nebenbei unsicher im Raum um. Eine Stimme unbekannter Herkunft antwortet ihm, mit einer Lautstärke und einem Nachhall, dass Eric dachte, von der Höhlendecke könnten sich Gesteinsbrocken lösen. »Ich bin dein Jäger, dein Richter, dein Vernichter. Zu lange hast du deinen Platz in dieser Welt verfehlt, ohne dich zu verantworten.« Kaum waren die Worte vergangen, trat eine Gestalt aus dem Schatten hervor. Erics erste Eindrücke hatte ihn nicht getäuscht. Der Jäger war an die 4 Meter hoch und überragte den gefallenen König um einiges. Zwei Arme an jeder Körperseite, das untere Paar mit menschenähnlichen Händen, das obere mit scharfen Klauen. Der Körperbau ähnelte dem eines Menschen, doch war der komplette Körper mit braunem Fell bedeckt. Seinem Kopf entsprossen zwei Hörner, welche leicht nach hinten gebogen waren. Das Bemerkenswerteste war aber das Gesicht des Wesens. Es schien, als ob es keine feste Form hatte. Es wandelte durchweg zwischen dem Gesicht eines Wolfes mit langgezogener Schnauze und scharfen Zähnen, einem menschenähnlichen Gesicht und noch mehreren Varianten, für welche Eric aber keine Worte hatte. Mit genauem Hinsehen fiel Eric auch aus der Entfernung auf,
dass das Wesen wie eine Projektion erschien. So als ob es körperlich nicht zur Gänze anwesend war. Oder nur ein Geist seiner wahren Macht. Das kann nicht sein. Ihr wurdet alle vernichtet oder seid ausgestorben, stammelte der König, sichtlich beeindruckt. Der Jäger bewegte sich weiter auf den König zu. Nun wurde der Größenunterschied noch deutlicher. Körperlich wurden wir vielleicht besiegt. Ihr niederen Kreaturen meintet ja, euch zusammenschließen zu müssen in eurer Unrechtsvorstellung. Aber jeder Hautfetzen, jedes Knochenfragment und jedes Überbleibsel unseres Daseins beinhaltet immer noch einen großen Teil unserer Macht. Ich habe über Jahrhunderte nur darauf gewartet, einem Wesen wie dir zu begegnen und meine Pflicht zu erfüllen und Rache zu nehmen. Dabei schritt er weiter auf den König zu. Eric fragte sich, wie die Konfrontation wohl ausgehen würde. Eric saß noch immer mit dem Rücken zur Wand, sein Körper schwer in Mitleidenschaft genommen. Er hatte starke Schmerzen im Rücken und Schwierigkeiten, das Bewusstsein zu behalten. Durch Abtasten seines Gesichts konnte er eine kleine Platzwunde an seiner Stirn ausmachen, von welcher sich ein kleines Rinnsal aus Blut durch sein Gesicht zog. Dennoch lag seine volle Aufmerksamkeit auf dem, was in sich in der Mitte der Höhle abspielte. Zwei Kreaturen standen sich gegenüber, für welche es auf dieser Welt eigentlich keinen Platz geben durfte. Zum einen in Form des gefallenen Königs, welcher noch immer eine imposante Figur darstellte. Größer als ein normaler Mensch, mit deutlich sichtbarer Muskulatur, unter einer fast schwarzen, lederartigen Haut. Sein auffälligstes Merkmal war aber weiterhin sein Kopfschmuck, die knöcherne Krone. Und sein Kontrahent, der selbsternannte Jäger. Mehr als doppelt so groß wie ein normaler Mensch. Der Körper komplett überzogen mit kurzem, braunem Fell. Der Körperbau war dem eines Menschen ähnlich, aber nicht mehr mit so einem vergleichbar. Ein Grund dafür war unter anderem sein Paar zusätzlicher Arme am Oberkörper, an deren Ende sich Pranken mit langen Krallen befanden. Außerdem waren da noch die zwei spitzen Hörner auf seinem Kopf, sowie sein undefinierbares Gesicht, dessen Form er verändern konnte. Anscheinend hatte er sich vorerst auf das Antlitz eines Raubtieres festgelegt. Aus der langgezogenen Schnauze traten zwei spitze Reißzähne hervor. Der Anblick erinnerte Eric, auch dank des braunen Fells, mehr und mehr an einen Werwolf. Aber auch für Eric war selbst aus der Entfernung zu erkennen, dass der Jäger nur einen Teil seiner ehemaligen Kraft hatte. Seine Erscheinung, welche mit einer Projektion zu vergleichen war, schien teils mehr oder weniger durchsichtig. Welch imposanten Eindruck musste der Jäger zu seiner stärksten Zeit gemacht haben, denn allein die jetzige Anwesenheit schüchterte Eric sehr ein. Dass dies aber keine Schwäche darstellte, bewies der Jäger umgehend, als er mit einer Bewegung fast zu schnell für das menschliche Auge den König am Hals packte und spielend leicht hochhob. Du konntest dich ganz schön lange verstecken. Weißt du, dass du einer der Letzten deiner Art bist? Eines der letzten Probleme deiner Sorte? Sprach der Jäger ruhig und emotionslos, während sich sein Gesicht wieder in etwas Menschenähnliches verwandelte. Dennoch waren mit jedem Wort die scharfen, großen Zähne in seinem Mund zu sehen. Es gibt noch einen Grund, warum ich so lange überlebt habe. Ich bin der Älteste, der Beste meiner Gattung. Jahrhunderte bin ich bereits in dieser Welt unterwegs. Noch nie habe ich eine so habgierige Rasse erlebt wie dieses Exemplar dort, sprach der König und zeigte dabei auf Eric. Die Blicke beider Kreaturen richteten sich auf ihn, der sich dabei mehr als nur unwohl fühlte. Ich habe meine Aufgabe immer erfüllt. Die Menschen haben etwas von mir bekommen. Ich habe mir dafür etwas von ihnen genommen, sprach der König weiter, ohne dass Reue oder Einsicht in seiner Stimme lagen. Muss ich dich nochmal an deine eigentliche Aufgabe erinnern? Du solltest einfache Tauschgeschäfte eingehen, damit sich diese primitive Rasse in ihrem Anfangsstadium nicht selber vernichtet. Aber euch ging es nur um euer persönliches Wohl, ihr habgierigen, schändlichen Kreaturen. Erst dadurch wurden wir Jäger doch auf den Plan gerufen. Und nur indem ihr euch mit sämtlichen Scheusalen zusammengeschlossen habt, welche hier herumliefen, hattet ihr überhaupt eine Chance. Aber für dich ist das Spiel zu Ende, schloss der Jäger ab. Auf den Moment hatte der König gewartet. Ansatzlos schoss seine Faust mit voller Wucht auf das Gesicht des Jägers zu. Doch auf halbem Weg wurde diese von zwei Armen des Jägers abgefangen und der Unterarm des Königs sofort und augenscheinlich ohne große Kraftanstrengung in der Mitte gebrochen.
Der Schrei, welcher dem König daraufhin entfuhr, hatte nur wenig Menschliches. Ein ohrenbetäubender, langanhaltender Ton, der sich anhörte, eine wie eine tief klingende Sirene. Kaum war dieses Geräusch verklungen, setzte der Jäger nach, diesmal mit deutlicher Verachtung in der Stimme. Eigentlich wollte ich dir ein schnelles Ende machen, aber die Chance hast du dir gerade selbst genommen. Ich habe nicht viel Zeit in deiner Umgebung, da ich meine Kraft nur aus einem winzigen Knochenfragment ziehe. Aber ich werde jede Sekunde davon ausnutzen, um dein Ausscheiden aus dieser Welt zu genießen. Daraufhin hob er den König so hoch es ging und knallte ihn mit voller Kraft auf den Boden, sodass um ihn herum der Staub aufwirbelte. Eric war noch immer benommen und hatte nur die Hälfte der Auseinandersetzung mitbekommen, aber ein Gedanke riss ihn aus seinem Wachkoma. Er war Beihilfe. Was, wenn der Jäger auch mit ihm anschließend kurzen Prozess machte, weil er der Handlanger des Königs war? Seine Chancen, hier rauszukommen, waren eh gering. Aber sollte sich sein Gedankengang bewahrheiten, waren diese soeben auf unter 0% gesunken. Eric wurde aus diesem Gedankengang gerissen, als er eine Bewegung in der Dunkelheit hinter dem Jäger ausmachte. Kurz darauf war dort ein paar grüne Augen zu sehen. Hatte eines der Dinger überlebt oder gab es mehr als nur 4 davon? Langsam wurden Umrisse sichtbar. Das Ding war ziemlich lädiert und eine der hinteren Gliedmaßen konnte es kaum belasten. Dennoch bewegte es sich zielstrebig auf allen 4 auf den Jäger zu. Eric hatte im Internet mal was über ein Ding namens Rake gelesen. Zumindest in Erics Vorstellung hatte die Gangart beider Wesen etwas gemein. So verdreht krakelig. Falls der Rake überhaupt auf allen 4 lief. Aber das konnte Eric klären, wenn er hier wieder raus war. Falls... Der Jäger stand über dem König, welcher bäuchlings auf dem Boden lag. Ein Fuß des Jägers war auf den König gestemmt. Hinter dem Jäger schlich sich des Königs Handlanger an. Aus einer Entfernung von circa 3 Metern setzte er zu einem Sprung an. Dieser misslang etwas, was sicher an der Verletzung des Wesens lag, sodass es nicht am Kopfbereich des Jägers landete, sondern eher am unteren Rücken. Dennoch reichte die Wucht der drahtigen Kreatur, um den Jäger aus dem Gleichgewicht zu bringen, sodass dieser nach vorne stolperte und letztendlich stürzte. Aber nicht ohne nochmal sein Gewicht auf den König zu verlagern, was dieser mit einem lauten Schmerzensschrei quittierte. Der Jäger fing sich schnell und richtete sich unter leichtem Stöhnen wieder auf. Aber auch mit seinen 4 Armen gelang es ihm nicht so leicht, den flinken Angreifer auf seinem Rücken zu erwischen. Spinnengleich und mit hoher Geschwindigkeit kletterte das im Vergleich zum Jäger kleine Geschöpf quer über dessen Rücken, darauf erpicht, mit Kratzern und Bissen den größtmöglichen Schaden anzurichten. Wäre es hierbei nicht auch irgendwie um Erics Leben gegangen, hätte er vielleicht ein Lächeln auf den Lippen gehabt, da es schon ein etwas komischer Anblick war. Dieses Katz-und-Maus-Spiel auf dem Rücken des Jägers. Nach noch ein paar spinnenartigen Bewegungen war das vierbeinige Wesen am oberen Rücken angekommen und wollte mit einem finalen Biss in den Hals des Jägers den Kampf zugunsten seines Herrschers entscheiden. Dies wurde aber maximal ein kleiner Kratzer, bevor einer der großen Pranken des Jägers es erwischte. Das Vieh wand sich zwar mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft, konnte dem festen Griff aber nicht entkommen. Welch ein hässliches Geschöpf! Es war klar, dass sich dein Herrscher mit sowas umgibt, sprach der Jäger abfällig, während er es betrachtete. Dann nahm er den Diener des Königs mit allen 4 Armen und riss ihn ohne große Kraftanstrengung auseinander. Ein spitzer Schrei war das Letzte, was Eric davon wahrnahm. Zu spät fiel dem Jäger nach dieser Aktion auf, dass er seinen Rücken zu lange ungeschützt ließ. Mit unmenschlicher Geschwindigkeit sprang der König diesen von hinten an und riss ihn trotz seiner körperlichen Unterlegenheit zu Boden. Eine ganze Salve von Schlägen prasselte auf den Hinterkopf des Jägers ein. Aufgrund des gebrochenen Unterarms musste der König dabei jedoch enorme Schmerzen aushalten. Eric erkannte darin seine Chance. Beide unheimlichen Kreaturen waren so sehr miteinander beschäftigt, sodass Eric die Flucht wagen wollte. Es gab nur einen Tunnel, welcher aus der Höhle hinausführte. Wohin wusste Eric nicht, aber alles war besser, als hier auf seinen Tod zu warten. Er rappelte sich sichtlich angeschlagen auf. Auch das Laufen gelang ihm nicht mehr so leicht. Zu sehr hatte ihn der Schlag gegen die Wand mitgenommen. Leicht gebückt und humpelnd versuchte Eric, ohne große Aufmerksamkeit die Höhle zu durchqueren. Er nutzte dabei jede Art der Deckung auf dem Weg.
ob Nische oder Felsbrocken. Alles war gut für eine kurze Verschnaufpause. Unweit von Erics Position fand weiterhin der Kampf zweier Kreaturen statt, welche wohl Jahrhunderte, wenn nicht noch länger, keine Lebewesen gesehen hatte. Dem Jäger fiel es weiterhin schwer, sich aufzurichten und zu schützen, da der König ihn mit seinem Gewicht und starken Schlägen niederhielt. Eric hangelte sich derweil zum nächsten Sichtschutz, einem großen Felsen fast mittig auf der Strecke zum Höhlendurchgang. Auch hier nahm er sich einige Momente zum Durchatmen und wollte einen Blick auf den Kampf riskieren. Seit mehreren Sekunden schon prasselte eine Schlagsalve nach der anderen auf den Jäger ein. Eric fragte sich, wie lange dieser das noch aushalten konnte. Doch plötzlich war dieser einfach weg. Eric traute erst seinen Augen kaum. Vielleicht doch eine schlimmere Kopfverletzung, welche ihn halluzinieren ließ. Aber auch der König war verblüfft. Trafen doch die letzten Schläge nur noch den harten Boden. So wie er verschwunden war, so plötzlich tauchte der Jäger wenige Meter hinter dem König wieder auf. Er sah etwas mitgenommen aus und Eric meinte ihn schwer atmen zu sehen. Doch noch mehr schien ihn die Teleportation an sich Kraft gekostet zu haben. Sein Anblick war längst nicht mehr so gefestigt wie vorher. Bereits kurz nach dem ersten Erscheinen des Jägers hatte Eric ja festgestellt, dass dieser nur eine Art Projektion war, wenn auch nur schwer zu entdecken. Aber jetzt schien die komplette Gestalt bereits deutlich durchsichtiger als vorher. Dennoch ließ er auch diesmal keinen Zweifel an seiner physischen Kraft aufkommen. Er stürmte auf den König zu, welcher noch immer verdutzt war, und packte diesen mit seiner Klauenhand am Hinterkopf, legte mit wenigen Schritten die Strecke zur nächsten Höhlenwand zurück und rammte den Kopf des Königs mehrmals hart gegen die zerklüfteten Felsen. Dieser versuchte zwar jede Bewegung abzufangen, war jedoch mit nur einem gesunden Arm den vier Armen des Jägers deutlich unterlegen. Eric nutzte die Ablenkung erneut, um sich langsam, aber sicher in Richtung Freiheit zu begeben. Oder wohin auch immer. Nur weg von hier. Nur noch an zwei Felsbrocken musste Eric vorbei und sich dann noch ein Stück an der Wand lang schleichen. Dann war es geschafft. Eric hatte sich noch nie so über ein stockfinsteres Loch in einer Höhlenwand gefreut. Nur noch wenige Meter die Wand entlang und dann schnell weg und... Bevor Eric den Gedanken zu Ende fassen konnte, schlug direkt vor ihm ein Objekt ein, welches ihn durch die bloße Wucht ein Stück zurückschleuderte. Als sich der Staub lichtete, sah Eric, was dort vor ihm lag. Der ledierte Körper des Königs. Sein Schädel war mittlerweile stark deformiert durch die ganzen Schläge. Aber das Feuer in seinen Augen brannte unverändert weiter. Was Eric besonders bemerkenswert fand, die Krone, welche den König ausmachte, schien nicht aufgesetzt. Aus dieser Entfernung war für Eric klar erkennbar, dass diese, ähnlich wie Hörner, aus dem Schädel herauswuchs. Dennoch war auch sie stark beschädigt. Der Jäger kam mit langsamen Schritten auf den König und Eric zu, sicher, um diesen Kampf zu beenden. Dabei sprach er in Richtung des Königs. Du warst die Nummer 5. Außer dir konnten sich noch vier weitere deiner Art bis heute verstecken. Wir Jäger geben erst auf, wenn auch der letzte von euch unwürdigen Wesen in seine armseligen Jagdgründe eingegangen ist. Den König schienen diese Worte kaum zu interessieren. Er wandte sich an Eric und sprach einige schwer verständliche Worte aus seinem ledierten Schädel. Weißt du eigentlich, warum ich dich gewählt habe? Ohne zu wissen, was nun kommen sollte, gefiel Eric die Richtung nicht, in die das Gespräch ging. Der Jäger stand nun aufrecht direkt vor dem König, welcher keine Anstalten machte, den Kampf nochmal zu drehen. Er erhob eine seiner beiden Hände mit den scharfen Klauen steil über seinen Kopf, wobei die Krallen anfingen hell zu leuchten. Eric bemerkte gleich, je heller die Krallen leuchteten, umso schwächer wurde der Schein des Jägers. Seine folgende Attacke kostete ihn womöglich den Rest seiner Kraft. Schon lange hat mir keiner einen solchen Deal angeboten wie du, als du das erste Mal hier in dieser Höhle warst. Sieh es dir selbst an und dann sag mir, wer hier das Monster ist. Letzte eindringliche Worte, welche der König an Eric richtete, bevor dessen Hand sich nach Eric ausstreckte und ihn berührte. Diese Berührung reichte, um Eric in eine Art Strudel zu ziehen. Alles um ihn herum begann sich zu drehen. Das Letzte, was er noch mitbekam, war, wie der Jäger den König am Kopf packte und anhob. Dabei war das Geräusch brechender Knochen deutlich zu hören. Danach schoss die Hand mit den leuchtenden Krallen auf den König zu,
direkt auf die Stelle, wo sein Herz sitzen sollte. Dann wurde alles schwarz um Eric. Ein sonniger, warmer Morgen in Thailand. In der Honeymoon Suite eines Luxushotels am Strand erwachte soeben ein junges Pärchen aus Deutschland. Er, der 29-jährige Sonnyboy. Sie, die 25-jährige blonde Schönheit. Love is in the air, beschrieb Erics Situation am besten. Passenderweise strömte dieser Song auch aus den Boxen über ihm. Er befand sich gerade im Fahrstuhl auf dem Weg nach unten, um etwas vom Frühstücksbuffet aufs Zimmer zu holen. Gerne dachte Eric an den Tag zurück, wo sie beide sich getroffen hatten. Eric war im Stadtpark joggen gewesen und so sehr in sein Smartphone und seine Playlist vertieft, dass er einen tiefhängenden Ast übersah und dieser Ian niederstreckte. Als er die Augen wieder öffnen konnte, stand sie über ihm. Zwar bildete Eric sich ein, die Engel singen zu hören, aber es war doch nur Sarahs Stimme. Sie sehen mächtig verpeilt aus. Kann ich Ihnen helfen? Das war bisher das Peinlichste, aber zum Glück nicht das letzte Treffen. Sie schaffte es spielend leicht, ihn nach einem stressigen Arbeitstag abzulenken und zeigte ihm bisher mehr als nur einmal die schönen Dinge im Leben, für welche er bisher gar keinen Blick hatte. Es war ihr erster gemeinsamer Urlaub. Eric hatte zielsicher die Honeymoon Suite gebucht, auch wenn der entsprechende Anlass noch nicht eingetreten war. Sie hatten noch nicht über Zukunft und Hochzeit gesprochen, dennoch wusste Eric gleich, dass sie die richtige war. Aus diesem Grund strahlte er im Fahrstuhl neben einigen anderen Touristen stehend, auch wie ein Honigkuchenpferd. Am Buffet angekommen, packte sich Eric zwei Teller voll mit allem, was annähernd lecker aussah. Und davon gab es reichlich. Oftmals wusste er aber auch nicht, was er da auf seinen Teller packte. Vor allem mit regionalen Spezialitäten. Schnell noch zwei Tassen Tee und zurück in den Fahrstuhl. Oben angekommen hatte sich Sarah schon ins Badezimmer begeben, sodass Eric kurz das Frühstück anrichten konnte. Der Strauß Blumen auf dem Flur kam da genau richtig. Dieser hatte seinen Zweck nicht verfehlt und man sah Sarah förmlich an, dass sie über ihre Beziehung nicht viel anders dachte als er. Die beiden waren füreinander gemacht. Und bleibt es heute beim Plan, die eine Höhle zu erkunden? Fragte sie ihn nebenbei in die Essensauswahl vertieft. Ja, natürlich. Der Ausflug zu dem Aussichtspunkt beginnt in etwa 30 Minuten. Danach müssen wir noch 2 Kilometer durch ein Stück Dschungel. Dann sollten wir da sein. Solange die Informationen aus dem alten Buch hier stimmen. Der Laden, wo ich das herhabe, hat sonst ja nicht so einen seriösen Eindruck gemacht, schmunzelte Eric noch. Nach dem Essen machten sich beide schnell fertig und packten noch ein paar Sachen zusammen. Eine Taschenlampe, ein kleines Taschenmesser sowie eine Karte und zusätzliche Batterien. Es sollte ja keine Expedition werden, sondern nur ein kleiner Ausflug für den Kick nebenbei. Während Sarah den Treffpunkt für die Tour suchte, holte sich Eric in der Hotellobby noch einige Ratschläge von einem Angestellten. Aber mehr als Standardtipps wie »Nicht die Wege verlassen«, »Schützen Sie sich vor Insekten«. Und sowas kam dabei nicht heraus. »Einige Orte sollen wohl verflucht sein«, teilte ihm der Angestellte noch mit. Eric glaubte nicht an sowas, respektierte dabei aber die Kultur der anderen. Vor dem Hotel winkte Sarah ihn schon heran. Der Tag war fast zu schön, um wahr zu sein. Strahlend blauer Himmel, die Temperatur betrug 32 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit war nicht so unangenehm hoch wie oftmals in der Gegend. Mit einem kleinen Shuttlebus wurden sie zusammen mit Touristen verschiedenster Nationalitäten an einen berühmten Aussichtspunkt gebracht, aber für das Pärchen war das nur Mittel zum Zweck. Klassische Touristenattraktionen hatten die beiden noch nie gereizt. Der Zielort erinnerte etwas an eine Bushaltestelle mitten im Nirgendwo. Eine kleine, zweispurige Straße, welche sich langsam einen Hügel hochwand, an einer Parkbucht führte dann eine Art kleiner Feldweg zu dem Aussichtspunkt. Rundum schon das grüne Dickicht des Dschungels. Als die Gruppe den Bus verließ, wurde von den anderen Touristen erst einmal jeder Quadratzentimeter der Umgebung auf Fotos festgehalten. Sarah und Eric konnten über den Herdentrieb nur schmunzeln und setzten sich von der Gruppe ab. Ein kurzer Fußmarsch noch entlang der asphaltierten Straße, dann sollte ein kleiner Trampelpfad direkt in den Dschungel auftauchen. »Sag mal, Eric, meinst du, wir hätten nicht doch lange Klamotten anziehen sollen in dem Dickicht? Ich will nicht wissen, was mich bis heute Abend alles gestochen hat.« Ein gespielt vorwurfsvoller Unterton lag in ihrer Stimme.
Ich habe mehr als genug Insektenspray dabei. Damit kann ich dir den ganzen Pfad mückenfrei machen, meine Prinzessin. Den letzten Teil betonte Eric besonders satirisch. Was sich neckt, das liebt sich. Du hast das Zeug doch bestimmt in Deutschland gekauft, oder? Hast du überhaupt recherchiert, ob das BI den hier heimischen Insektenarten wirkt? Na klar. Für wie dumm hältst du mich? Gab Eric theatralisch zurück. Natürlich hatte er nicht recherchiert und sie hatte recht mit ihrem Einwand. Du Dödel! Gab Sarah zurück, als ob sie seine Gedanken lesen konnte. Da lag der Pfad auch schon vor ihnen. Teilweise mussten sie hintereinander laufen und sich durch jede Menge großblätteriger Pflanzen kämpfen. Aber bereits nach wenigen Metern waren sie in ihrer eigenen Welt. Man hörte nur die Laute verschiedenster Vögel und weiter entfernt auch das Geschrei von ein paar Affen. Beide fanden das auf Anhieb faszinierend. Das Sonnenlicht konnte nicht an jeder Stelle durch das Blätterdach dringen. Daher waren Teile des Weges schattig und die Luftfeuchtigkeit nahm merklich zu. Aber unsere Abenteurer ließen sich nicht aus dem Rhythmus bringen und marschierten weiter durch diese für sie fremdartige Welt. »Warum hast du eigentlich gerade diese Höhle ausgesucht?« fragte Sarah ihn. »Naja, zum einen müssen wir hier nicht tagelang irgendwo umherwandern. Zum anderen spielt diese wohl bei den hier lebenden Urvölkern eine große Rolle.« Ich habe den Text in dem Buch dazu aber nur überflogen. Ich dachte, wir gehen hier ganz unvoreingenommen rein. Ich glaube, das nächste Mal recherchiere ich unsere Ziele, gab Sarah trocken zurück. Aufgrund der dichten Vegetation war es schwer zu sagen, welche Strecke die beiden schon zurückgelegt hatten. Ein Weg war kaum noch zu erkennen und es ging querfeldein. Zum Glück hatte Eric an seinen Kompass gedacht. Daran, dass sie sich vielleicht verlaufen könnten und hier nicht wieder rauskämen, hatte er nicht gedacht. Nach einer gefühlten und verschwitzenden Ewigkeit kamen sie auf eine kleine Lichtung. Und da lag sie vor ihnen. »Ha! Ihr habt alle an mir gezweifelt, aber ich hatte von Anfang den Durchblick«, freute sich Eric deutlich übertrieben. »Also erstens bist du immer noch mit mir alleine hier. Und zweitens, ja, ich hatte meine Zweifel, dass wir irgendwann mal ankommen.« Eine innige Umarmung mit anschließendem Kuss. Und weiter ging's. Die Höhle führte nicht klassisch in den Berg hinein, sondern nach unten in das Erdreich. Vergleichbar mit einem Loch in dem Boden. Der Durchmesser betrug um die 3 Meter. Die Ränder waren ausgefranst und mit Gras und kleineren Hängepflanzen bedeckt. Unterhalb der Oberfläche führten mehrere Ebenen in etwa 15 Meter Tiefe, wo die Wände dann doch aus normalem Gestein bestanden. Die plateauartigen Ebenen hatten nur etwa 1,5 bis 2 Meter Höhenunterschied. Somit war es für die beiden sportlich begabten Verliebten kein Problem, auch ohne Hilfsmittel hinabzusteigen. Unten angekommen, hatte es sich doch deutlich abgekühlt. Von hier aus führte ein leicht abfallender Stollen ins dunkle Innere der Höhle. Ein Luftzug verriet aber, dass es irgendwo noch einen Ausgang geben musste. Eric kramte seine Taschenlampe raus und ohne viele Worte stießen beide weiter vor. Der Stollen war angenehm hoch, sodass sie sich nicht bücken mussten. Nachdem der Verlauf eine Kurve machte, untersuchte Eric die Umgebung mal genauer. »Hey, sieh dir das mal an!« rief er Sarah zu sich. »Was meinst du, kann das sein?« »Ich sehe da nur irgendwelche Kratzer. Aber hey, du hast recht. Das sieht nicht natürlich aus.« »Hm.« Sie schnappte sich die Taschenlampe und untersuchte die Umgebung. »Hey, sieh mal her!« Sie rief ihn ein Stück weiter in den Stollen hinein. Die Kratzspuren waren mittlerweile an mehreren Stellen erkennbar. Das sieht aus, als ob hier mal Höhlenmalereien waren, diese aber zerstört wurden. Eric konnte dem nur zustimmen. Es sah tatsächlich so aus. An manchen Stellen war nur noch ganz wenig davon zu erkennen. Es sah wie Menschen aus. Aber nicht genug, um daraus einen Zusammenhang herzuleiten. »Das macht mir noch mehr Lust auf das, was weiter hinten auf uns warten könnte«, sprach Eric und ging weiter. Sarah machte die Situation schon etwas stutzig, aber sie folgte ihrem Freund gleich darauf. Schließlich waren sie für ein Abenteuer hier. In den Stollen reichte mittlerweile kein Tageslicht mehr und es war totenstill, abgesehen von ihren Schritten. Es war schon gespenstisch, wenn die Umgebung nur im Schein der Taschenlampen wirklich existierte. Umso erleichterter waren beide, als der Stollen erst immer geräumiger wurde und sich dann in eine große Höhlung wandelte, in welche sogar Licht einfiel. »Wow, hast du sowas schon mal gesehen?«, fragte Sarah. Eric konnte nur mit dem Kopf schütteln.
Vor ihnen lag eine Art Saal. Ein großer Raum mit zerklüfteter Decke und fast ebener Fläche in der Mitte. Das Highlight hier war aber der Lichteinfall. An einer Seite des Saals gab es eine Art Schacht, der bis an die Oberfläche reichte und auch noch tiefer hinabging. Mit Sicherheit wurde dieser von den Wassermassen der Regenzeit im Laufe vieler hundert Jahre hier hineingespült. Vor ihnen lag noch ein Graben, aber passenderweise mit einer natürlichen Gesteinsbrücke darüber. Eric leuchtete mit seiner Taschenlampe nach unten, konnte aber nichts als Schwärze und einige Vorsprünge erkennen. Nichts, das einladend aussah. Die Brücke sieht zwar stabil aus, ich würde aber dennoch vorschlagen, wir gehen einzeln. Es heißt ja Ladies First, aber ich würde hier doch die Lage für dich auschecken. Okay? Sarah nickte nur. Der Gedanke gefiel ihr zwar nicht so recht, aber es würde schon alles gut gehen. Eric beschritt die Brücke, tastete sich langsam Schritt für Schritt vor. Aber es schien alles stabil, und so war er auch ohne Probleme schnell auf der anderen Seite. Die hält mich ohne Probleme, also dich erst recht. Du kannst rüberkommen. Sarah folgte diesen Anweisungen, während Eric seinen erstaunten Blick weiter durch die Höhle schweifen ließ. Das sieht so aus, als ob es da drüben noch einen Weg gibt. Meinst du, wir wollen? Ein spitzer Schrei unterbrach seine Ausführungen. Eric drehte sich schnell um, doch Sarah stand nicht mehr auf der Brücke, beziehungsweise fehlte von dieser nun ein Stück. Sein Herz rutschte ihm in die Hose, und das 10-mal hintereinander. Das würde sein Gefühl am besten beschreiben. Er stürmte zur Kante des Abgrundes. Zum Glück war Sarah nicht ganz verschwunden. Mit mehr oder weniger Glück landete sie auf einem Vorsprung, aber dennoch gut 15 Meter tiefer als Eric jetzt war. Und sie hatte sich wohl schwer am Bein verletzt. »Ich suche einen Weg. Ich komme dich holen. Alles wird gut«, schrie ihr Eric entgegen. »Mein Bein? Wo bin ich? Was ist passiert?« Der Anblick setzte Eric echt zu. Er stürmte auf den Lichtschacht zu. Vielleicht konnte er hier irgendwie hinabsteigen auf eine andere Ebene. Warum hatte er bloß kein Seil eingepackt? Auf halbem Weg hörte er Sarah erneut aufschreien. Irgendetwas stimmte nicht. Er drehte sofort um und sprintete wieder an den Abgrund. Doch Sarah war nicht mehr da. Auf ihrem Vorsprung war nur noch eine Blutspur und ihr Rucksack lag noch da. Aber die Spur führte in Richtung der Felswand. Gab es da noch einen Zugang, den Eric nicht sehen konnte? Dann jedoch fiel ihm noch etwas auf. Auf dem Plateau waren weitere Kratzspuren. Waren die vorhin auch schon da? Was war mit Sarah passiert? Panik machte sich in ihm breit. Aber Eric wollte seinen Plan weiterverfolgen. Wieder rannte er in Richtung des Lichtschachtes. Im vollen Lauf stieß er mit dem Kopf wogegen und sackte zusammen. Alles wurde schwarz. Eric wachte auf. Sein Schädel schmerzte. Alles drehte sich. Er konnte sich nur teilweise erinnern. Sarah war verletzt. Er wollte ihr helfen. Dann war sie weg. Er lehnt mit dem Rücken an einem Felsbrocken, welcher mitten im Raum stand. Selbst das schwache Licht blendete ihn jetzt. Ein Blutrinnsal floss über sein Gesicht. »Was verschafft mir die Ehre, euch in meinem Reich begrüßen zu dürfen?« Die Stimme schien von überall herzukommen. Zumindest kam es Eric so vor. Er versuchte, sich umzusehen, doch die Schmerzen ließen fast keine Kopfbewegung zu. Die Stimme hatte einen Klang, der Eric alle Haare zu Berge stehen ließ. »Jetzt sprich!« Das war mehr geschrien als gesprochen. Eric hätte es nicht gewundert, wenn jetzt Steine von der Decke gerieselt wären. »Wer ist das?« Mehr benommen genuschelt als klar gesprochen drangen diese Worte aus Erics Mund. Direkt vor ihm aus dem Schwarz der Höhle löste sich eine Silhouette. Zuerst hielt er sie für eine Halluzination. Eric sah ohnehin fast überall Sterne aufblitzen. Aber das hier wirkte anders, viel realer. Dieses Ding war um einiges größer als er. Seine Haut war relativ dunkel, daher hatte Eric Schwierigkeiten, es in seinem Zustand vom Hintergrund genau zu unterscheiden. »Wer ich bin, spielt keine Rolle. Mir ist auch egal, wer du oder deine Freundin seid«, sprach die Gestalt direkt vor ihm, öffnete dabei aber wohl erstmals ihre Augen. Eric waren die glühend roten Punkte vorher nicht aufgefallen, welche ihn jetzt fixierten. Kurz setzte sein Herzschlag aus, als ihm Sarah wieder in den Sinn kam. »Wo ist sie?
Was soll das hier? Hilflosigkeit beschrieb nicht annähernd Erics Gefühlslage. Weißt du, sie ist sozusagen mein Pfand. Ich habe hier nicht oft Besuch und möchte nicht, dass du gleich wieder verschwindest. Aber ich bin gerne zu einem Tauschhandel bereit. Das liegt irgendwie in meiner Natur. Ein süffisanter Unterton war kaum überhörbar. Langsam kam das Ding noch weiter in Erics Richtung und beugte sich zu ihm hinab. Dabei sah er erstmals eine Art Kopfschmuck beim Wesen. Sah ein bisschen aus wie eine verkommene Krone. Hielt sich das Wesen für den König der Höhle? Das war Eric aber letztendlich egal. Er wollte nur weg. Alles hier unten ist mein Reich. Die Höhle, alle angrenzenden Gänge und alles, was noch viel weiter unten liegt. Dummerweise komme ich hier aber nicht raus, zumindest nicht ohne Hilfe. Und damit meine ich nicht, dass du meine Brücke zerstört hast. Und das könnte deine Chance sein. Ich brauche eine Art Wirt, ein Transportmittel hier heraus. Gib mir dein Einverständnis und ich erfülle dir einen Wunsch. Glaub mir, ich bin das mächtigste Wesen, welches dir je begegnen wird. Keine deiner Vorstellungen liegt außerhalb meiner Kraft. Solltest du dich weigern, dann wird die Welt da draußen einfach vergessen, dass es euch beide je gab. In Erics Kopf setzten sich Gedanken in Gang, welche mit körperlicher Unversehrtheit nur schwer nachzuvollziehen waren. Reichtum, Macht und Sterblichkeit. Du meinst, du kannst mir alles geben? Ja, aber denke daran. Ich brauche nur dich. Solange es nicht dein Wunsch ist, endet die Existenz deiner Begleitung hier. Eric war in einem Zustand zwischen Delirium und starkem Nachdenken gefangen. Ob er den letzten Hinweis des Königs mitbekommen hatte, war unklar. Anerkennung. Ich will Anerkennung. Die Leute sollen zu mir aufschauen, mich bewundern. Ich will eine Leidenschaft haben, mit der ich Geld verdiene und Aufmerksamkeit bekomme. Ich will kein Dasein als ein Niemand im Hinterzimmerbüro oder sonst ein langweiliges Leben. Ich will meine Erfolgsstory, gab Eric entschlossen zu, sackte aber kurz darauf wieder in sich zusammen. Dann soll es so sein. Ich schaffe die Grundlagen für deinen Aufstieg. Du wirst aber weiterhin meine Hilfe brauchen. Denke dabei aber immer daran. Alles hat seinen Preis. Das Wesen machte eine Handbewegung in Richtung der Schatten. Vier unförmige, spinnenartig geformte Gestalten traten aus dem Schatten hervor. Lange, feingliedrige Gliedmaße, dünne Körper und verunstaltete Köpfe mit giftgrünen Augen. Ein schrecklicher Anblick. Und mit ihnen, Sarah. Sie sah schwer mitgenommen aus. Ihr Gesicht war blutig. Eine Wunde an ihrem Bein deutete auf eine offene Knochenfraktur hin. Und ihr Körper war mit Kratzern und Schrammen übersät. Eric! Man hörte in ihrer Stimme förmlich die Erleichterung, ihn wiederzusehen. Ich will nach Hause! Bitte hol mich hier raus! Ihre Stimme klang nun gebrochen, den Tränen nah. Eine weitere Handbewegung des Königs. Die vier Wesen packten die junge Frau und zerrten sie wieder in die Dunkelheit. Das letzte Mal, dass Eric sie sah. Nur noch ihre Schreie waren zu hören. Kurzzeitig machte sich ein Schmerz in Erics Brust breit, welcher gefühlt sein Herz zerriss. Doch dann war da nur noch Leere und Stille. Du wirst dich an nichts mehr hiervon erinnern. Lediglich meine Brandmarke bekommst du mit auf dem Weg. Wir sehen uns bald wieder. Ein brennender Schmerz auf Erics Oberarm. Und alles um ihn herum wurde schwarz. Der Regen prasselte an die Scheibe. Eric erwachte in seinem Bett mit dem Gefühl, sich auskotzen zu müssen. Ihm tat jeder Zentimeter seines Körpers weh und seine Organe fühlten sich an, als ob sie den Ausbruch aus diesem Fleischsack wagen wollten. Das Wetter passte da natürlich perfekt. Er schnappte sich sein Smartphone vom Nachttisch. Der Kalender zeigte ihm, dass es 6 Wochen her war, seit er mit seiner letzten Show seine Karriere beendet hatte. Was war in der Zeit nur passiert? Die unzähligen ungelesenen Nachrichten und verpassten Anrufe beachtete er vorerst nicht. Erstmal musste er ins Bad und sich über die Toilettenschüssel hängen. Der anschließende Blick in den Spiegel währte nur kurz, bevor seine Faust auf diesen zuschnellte und nicht viel mehr als ein paar Scherben hinterließ. Nicht aus Hass gegen den Spiegel, sondern gegen das, was darin zu sehen war. Ein eingefallenes Gesicht, Augenringe so groß wie Euromünzen, ungepflegter Bart und Haare. Nicht zuletzt ein charakterliches Wrack. Die Erinnerung an damals in der Höhle ließ seinen Kopf fast platzen.